Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Demon's Souls, Knaller durchgenommen, Teil 3. Simon und ich sind frohen Mutes, dass wir dieses Spiel heute durchspielen können. Nein, sprich nur für dich. Sprich nur für mich. Ja, wir haben euer Feedback gelesen und waren entsetzt. Manches davon habe ich gelesen. Fahrt bitte, fall da nicht runter. Wir sind dann nämlich. Aber sterben wir denn schon wieder? Das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht direkt am Anfang sterben. Ja, bitte nicht das wäre sehr uncool. Bitte nicht darunter fallen. Genau, und wir haben euer Feedback gelesen. Sag das doch kurz mal bitte. Das so schlimm ist es jetzt nicht, oder? Nein, also ich finde, er steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Und was ist da über ihm? So ein Damoklesklöte. Ja, wir haben euer Feedback gelesen und wir haben gehört, dass die meisten Leute, die überwiegende Mehrheit von euch möchte, dass wir mit Wiki durchspielen und uns spoilen lassen. Und dass ich soll viel mehr ans Pad, habe ich auch gelesen. Und du sollst mehr ans viel Pad. Mehr ans Pad. Und bitte und nicht Nils so soll langsam endlich spielen. Mal anfangen, so ja. Wie ich zu spielen. Genau. Ironie off. Nee, wir haben kann man hier runterfallen? Nein. Oh. Nein, wir haben uns entschlossen, wir spielen heute ohne Hilfe. Das Einzige, was wir so ein bisschen... Wo ich so ein bisschen bedenken habe, ist mit dem Leveln irgendwie, weil ich keinen Bock habe, dass man sich irgendwie verskillt oder so, dass wir halt irgendwelche Skillpunkte auch haben, die uns was bringen. Das habe ich noch nicht so ganz durchschaut. Ansonsten müssen wir irgendwann mal lernen, was diese ganzen Symbole bedeuten. Die sind ja so alles so kryptische Symbole, da weiß man einfach nicht, was die machen. Das muss man offensichtlich sich durchlesen irgendwo, das haben wir noch nicht gemacht, das müssen wir machen. Und ansonsten spielen wir jetzt mal ohne Hilfe. Auch ohne Chat, weil wir sind ja nicht live. Dazu sollte man vielleicht auch noch sagen, also wir haben uns jetzt nicht entschieden, mit Lösung zu spielen, sondern uns wurde mehrfach von versierten Dark Souls-Veteranen geraten, dass wir mit Lösung spielen sollen. Deswegen fühlt es sich doof an, wenn wir die dann benutzen und alle haten. Wir dachten, das wäre so normal. Wir dachten, uns wurde das so gesagt, das so gespielt wird. Ja. Das ist jetzt kein Scheiß. Ich denke mir das nicht aus. Und mir ist es persönlich völlig Latte, ob mit oder ohne. Ich bin eh scheiße. Also wirklich, es ist völlig Latte, ne? Aber wir haben halt gedacht, das wird so gespielt mittlerweile. Ich dachte, das gehört dazu. Mir wurde das auch immer wieder so gesagt. Also wir spielen gerne ohne Lösung. Du willst dir diese Lösung noch freihalten für das Aufleveln. Das finde ich auch gar nicht schlecht. Weil ein bisschen Hilfe kann ja auch nicht schaden. Ja, jetzt wollten wir noch mal in die so ins Inventar gucken. Genau. Was wir so aufgesammelt haben im Laufe der Zeit. Da ist ja hoffentlich auch mal was bei rumgekommen. Wir haben ja noch nichts Neues irgendwie, außer den Helm. Den haben wir gekauft. Ein bisschen üben. Kannst ja mal reingucken. Okay. Ich muss mich erstmal wieder so ein bisschen an alles gewöhnen. Du hast ja letztes Mal doch ein bisschen mehr gespielt als ich. Ja, das stimmt. Und ach, okay, jetzt habe ich einen Halbmond gerade gegessen. Okay. Hier hatten wir doch unser Kram hingelegt. Ich glaube. Uns wurde gesagt, wir sollen einen bestimmten Schild, den wir schon eingesammelt haben, sollen wir uns holen. Wieder erlangen. So, mal gucken. Oh, guck mal, was wir da alles haben, Alter. Was ist das alles? Kettenbrecher. Ich glaube, es war das lila Flammenschild. Aber wir haben, glaube ich, noch nicht genug Stärke oder so, um das zu benutzen. Und was ist das denn alles hier? So Beinschienen und so ein Schild. Soll ich nochmal gucken? Willst du nochmal? Ups. Nee. Geh nochmal. Wir haben eine komplette Montur darum flöten. Was ist das denn alles? Ja, also wir müssen jetzt mal drauf achten, wann wir was anziehen können. Das ist, glaube ich, die Hürde im Moment. Wenn ich nur wüsste, was dieses rote Kreuz bedeutet. Also, es ist. Mach mal. Wollen wir mal. Kannst du mal Viereck drücken? Zeigt dir dann irgendwas an? Aha. Unisex. Physische Verteidigung. Achso, die Silberkrone. Okay. So. Ah ja, die ist. Oh, die maximale MP. Mana-Punkte. Ach so, nicht schlecht. Was natürlich, werden wir so den Seelenpfeil, unseren Seelenheil im Seelenpfeil suchen die ganze Zeit. Natürlich nicht so schlecht ist. Ach so, das sind alte zerfetzte Kram. Ja, den Kram, den brauchen wir nicht. Das Teaserbild sieht aus wie so eine mega geile Ritterrüstung und in Wirklichkeit sind das irgendwelche zerfetzten Stiefel. Ja, das ist natürlich die Rubrik, die Kategorie, in der die Handschuhe und die Stiefel sind. Aber wir haben doch ein, zwei Sachen haben wir ja schon mitgenommen. Lass uns die mal angucken. Ob wir die. Entschuldigung, wie kommt man ins Menü so? So. Ich nehme mal an, wir können den jetzt nicht nehmen. Ja. Was müssen wir denn leveln, um dieses Schild zu bekommen? Das müssen wir gerade mal schauen. Dafür brauchen wir 22 von den drei Kringeln. Ist das Stärke? Kringeln. Oder was ist das? 22 Dreierkringel. Ich kann es dir auch nicht sagen. In der Lösung könnten wir nachgucken. Aber ich glaube, okay. Dass es Stärke? Ich glaube, dass es Stärke ist. Wo ist Felix? Ich will mal kurz, du darfst jetzt aber auch nicht dir helfen lassen von Felix. Hier, da siehst du es doch. Da ist jetzt sicherlich irgendwo das Zeichen. Siehst du, es ist Stärke. Stärke, es ist Stärke. Alter, wir können die lange noch. 22 nicht Stärke und wir haben 10. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist ja Quatsch. Können wir direkt wieder zurückgeben. Aber jetzt haben wir gar kein Schild.
Na, ich nehme gleich den anderen noch. Moment, ich will gerade schauen. Hosen, Kampfhandschuhe, Rüstung, Helm. Das der Stahlschild eventuell? Brauchen wir Stärke 18. Ne, auch nicht. Ja, wir müssen einfach mit dem Schild jetzt ein bisschen lame Leute noch. Würde es denn was bringen, jetzt eine andere Waffe mal zu nehmen? Ja, wir können ja mal gucken, was wir so haben. Stärke 11, nee, geht leider auch nicht. Es sei denn, wir leveln auf. Das könnten wir schaffen, oder? Ja, wir sind ja bei 10, einkriegen wir. Jetzt haben wir gar keine Seelen, aber für den nächsten Level-Up könnten wir das nehmen. Der aber da 88, warte ich noch, oder? Ja, ja. Okay. Was, und was macht das? Die Spitzhacke, die haben wir auch da eingesammelt. 13. Der Eisenschlagring, der funktioniert. Ja, der gut, geht. Den brauchen wir natürlich nicht. Stahlschild auch nicht. Eigentlich alles. Aber dann können wir ja die Sachen, die sind ja, ja noch in unserer Ausrüstung, dann können wir die ablegen, ne? Können wir die ja auch unserem Heini geben hier, der unser Inventar macht. Das machen wir. Und dann wissen wir aber im nächsten Level ab, okay, also vielleicht ein bisschen mehr Stärke. Das will ich auch hoffen. Ne, deponieren. Deponieren. Die Waffen. Ja, ja, ich wollte doch nur gucken, was wir mit dem machen, ob wir die eventuell. Wollen wir die deponieren oder wollen wir die eventuell gleich aufziehen? Gucken wir mal. Das sind die Ringe, hier sind die Waffen. Ja, die wollen wir deponieren. Spitzhacke wollen wir deponieren. Schlagring wollen wir deponieren. Stahlschild. Ja, das bringt ja nichts. Beide weg. Ja. Alles weg damit. Ach, irgendwann werden wir das. Es ist ja auch ganz sympathisch, wenn man einfach in seiner Ursprungskleidung das Spiel durchspielt. Irgendwie. Zaubererschuhe, Ring, die sind Ring der Flammen, das sind so Sasels, Nasel. Okay. Naja. Wolltest du noch? Nö, oder? Ach, ich glaube, wir sind gut. Heart of Gold. Ja, und darauf kommt es nämlich an. Heart of Gold. Nicht auf Skill, aufs Herz, genau. Aufs Gold. Und ich erinnere mich, wo müssen wir lang? Wir waren das letzte Mal. Ah, hier sind die. Wir waren da oben, ne? In der Welt. Ich glaube auch. Realm. Oder waren wir schon weiter? Nee, ich glaube, wir sind hier hängen geblieben. Ja, wir hatten den. Genau, und wir haben nämlich diesen Darf Shop. Ich anfangen? Ja, klar, du bist dran. Ich bin ja gestorben das letzte Mal. Das kann ich mich nicht dran erinnern. Doch, ganz am Ende, da war doch ich dieser. Ich bin gestorben aus Langeweile. Ja, ich weiß. Können wir ganz kurz mal, nur um das. Oh, ja, ihr habt ja alle recht. Der Nils, der spielt es am allerbesten. Ich küsse sein Knie. Oh, ich küsse deine Leiste. Das ist so unangenehm. Der Nils spielt es am allerbesten. Ich weiß mach das. Mich doch nicht. Aber es macht mich trotzdem wahnsinnig. Es ist so langsam. Es ist so langatmig. Ich wurde auch gehatet, weil ich so langsam gespielt habe. Ich weiß es. Ich weiß es. Hört auf. Wirklich, ihr müsst aufhören. Mir ist es bewusst. Ich bin aber ein anderer Mensch als Nils, deswegen spiele ich anders. Aber ich werde jetzt versuchen, mich an dich anzupassen. Nein, du guck mal, ich bin doch auch. Ich habe dir ein sehr seltenes Angebot gemacht. Das okay, nahezu nie. Ich bin dabei. Mich an jemanden anpassen. Okay, pass dich an mich an. Das ist super schwer für mich. Schmiegt deine Persönlichkeit an meiner, so wie so ein Blob, schmiegst du dich an mich ran. So, pass auf, folgendes ist nämlich jetzt. Lass mich dir kurz rekapitulieren, was nämlich geschehen ist, weil ich mich erinnere ein bisschen. Wir hatten da letztes Mal diesen, rechts da sind diese Steineschmeißer gleich wieder. Genau, da müssen wir nämlich dann lang. Und hier war dieses verschlossene Türchen. Wir müssen nach rechts, glaube ich. Genau, und da haben wir. Diesen Hebel da oder was umgelegt und dann war unten bei der Lava ist wo dieser Lavafluss gestoppt und dann kommen wir jetzt da unten runter und da war irgendwo so ein Zauberer mit diesen Feuerbällen, da musste man die Treppe runter und da waren so Explosivfässer und da bin ich verreckt, aber da sind unsere Seelen, das heißt, da wollen wir jetzt hin. Das wäre geil, wenn du jetzt nicht stirbst, weil wir dann unsere Seelen wieder kriegen können. Du weißt, wie das endet, ne? Du weißt es. Ich muss übrigens echt ein bisschen erstmal alles üben. Du hast so wunderschön geblockt das letzte Mal. Aber auch ehrlich, ich habe es einfach gemacht. Das würde ich offen gesagt gerne auch lernen. Also ich habe mit L2 machst du halt dieses Parry. Ich wusste nicht mal, dass das so heißt. Ich habe es auch nur in den Comments gelesen. Damit kannst du, Katy Perry, genau. Damit kannst du den Gegner stunnen, wenn du das Timing drauf hast. Und das ist offensichtlich nicht so einfach. Das war mir auch nicht bewusst. Und geht jetzt natürlich. Dann kannst du ihn mit R1 direkt umhauen. Dafür brauchst du natürlich aber dann dein Rapier und nicht deinen. Du hast halt deinen Zauberstab in der Hand. Schon verstanden. Genau. Kannst du ja mal ausprobieren jetzt irgendwie, wenn ich will erstmal gucken, also ich muss im richtigen Moment L1 drücken, ja? L2. L1 L2. Ist dauerhaftes Blocken. Ah, das ist. Okay, ja, das erklärt viel. So. Nur mal gucken, ob ich es hinkriege. Ja. Dann macht ja gar nichts. Greif doch mal an! Nice! Siehst du? Und jetzt sitzt mit R1, mit R1, genau. Erstmal. Ja. Ja, und R1. Siehst du? Genau so. Ja, super. Siehst du? Ist nicht so schwer, ne? Ja, ich will aber, ich meine, man kommt schnell
in so einem Moment, wo man die Animationen verwechselt, wo man im falschen Moment dann drückt, weil man denkt, jetzt ist richtig. Oh, das zum Beispiel, warum hat das nicht geklappt? Ja, weiß ich auch nicht. Aber wir können ja auch sagen, ich bin Luke Perry, du bist Katy Perry. Ich will aber Luke Perry sein. Well, depends who you talk to. Okay, dann bist du Luke Perry. Luke Perry war mein absoluter Beverly Hills 90210 Supertyp. Neben Jason Priestley. Ich hatte von Jason Priestley den Superstarschnitt, den Bravo-Starschnitt. Hat nur das linke Bein hat gefehlt. Nein. Ansonsten war der an der Wand. Und drumherum, es ist so unangenehm, das zu erzählen. Ist sehr drumherum angenehm. Alle Beverly Hills 90210, hier Jenna Walsh und sogar hier die hässlichen, die Drittbesetzungen, die nur einmal alle vier Folgen, die dann irgendwann gestorben sind und so, hatte ich alle, ne? Whatever works. Why? Wer war dieser Mensch? Ich kenne ihn nicht. Ich weiß auch nicht, wer das ist, aber ist ja nicht unsympathisch. Er hat Leidenschaften gehabt und... Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. So, jetzt kommt die dreckige Mistrattengeburt da vorne wieder. Jetzt kommen hier diese Wölfe, ja, aber die mit denen ich mega den Spaß erstmal hatte. Erstmal da leuchtet doch schon wieder irgendwas. Soll ich da lieber den Seelenfall benutzen? Mal da rechts, 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 da. Da ist ja noch einer. Hätte ich vorher mal gucken sollen, ne, mit anvisieren. So, probieren wir weiter. Parieren. Komm. Okay, jetzt muss ich Energie. Ich mach das jetzt ja wirklich, um's zu lernen. Also ich hoffe, mir nimmt's keiner übel. Ey, ehrlich gesagt, ich glaube. Shit. Ja? Dieses Halbmondgras ist verschwendet, wenn wir das so nehmen, habe ich auch irgendwo gelesen. Kannst du mal, was wir noch, was haben wir denn noch? Sichelmondgras. Ist das, also das? Wir haben zwei verschiedene Grassorten. Ja. Die eine ist sedativer, die andere ist... Nee, also die eine hat halt mehr Power als die andere. Nice. Und wir nutzen die ganze Zeit die falschen, habe ich gehört. Aber gibt es beim Heilen denn überhaupt ein richtig und falsch? Das glaube ich nicht. Hast du im Zweiten Weltkrieg je jemanden, der von einem Medic verarztet wurde, sagen hören, nein, das ist aber nicht, das ist nicht genug? Verbannt. Man weiß es nicht. So. Was hältst du von Schafen, die Sanitäter sind und die heißen Medic? Medic. Oh shit, ich renne. Wie renne ich mehr? Mit X? Nee, wie renne ich noch mehr? Kreis, glaube ich. Wie renne ich noch mehr? Kreis. Jedenfalls, um das zu Ende zu führen, die Wolle saugt das Blut auf von diesen Schafen. Und wenn die voll sind mit Blut, dann sind die halt so wie so ein riesiger Tampon. Und dann haben sie halt Feierabend, dann müssen sie zur Blutwäsche gehen. Aber so lange? Aber so lange ist alles gut. Ach, das ist schon wieder Quatsch, was ich hier erzähle. Lass uns mal. Ich mag deinen Quatsch, Nils. Autsch. Ist das langweilig? Ich muss erstmal abhauen. Ja, ist doch gut. Wo willst du ganz hin? Wo willst du denn ganz hin? Ich hoffe, dass die einfach mir folgen. So, ganz schnell, Sichelgras. Das ist echt schwierig. Was mache ich bei denen? Kann ich die auch blockieren? Hast du die jemals pariert? Weil den Wolf? Ich kann mich erinnern, dass ich mit den Wolfen meine Probleme hatte. Das gibt mit Sicherheit, aber... Du hast die so schnell weggewischt. Irgendwas hast du... Ach, du hast die Seelenfall auch benutzt. Ja, ich habe viel Seelenfall benutzt. Das ist halt... Da haben sich auch einige Leute beschwert, die gesagt haben, dass es ein bisschen lame ist. Aber ich meine, wir können doch nichts dafür, wenn das Spiel das uns zur Verfügung stellt. Also ich finde auch, nee, da hört es dann auf. Also wenn man jetzt sagt, irgendwelche Waffen, die man im Spiel findet und benutzen kann, sind unfair, also dann wird es sehr beliebig, finde ich. Dann ist ja Dark Souls schuld. Dann ist dieses Spiel... dieses Spiel wohl doch nicht so perfekt. Ich weiß, ich darf das N-Wort nicht sagen, ne? Aber bei Nioh... Da war das ja ähnlich, dass alle gesagt haben, skill bitte unbedingt diese eine Geschichte. Da habe ich das gemacht und dann hat die andere Chat-Hälfte gesagt, oh du Idiot, das ist voll die falsche Scheiße, ne? Skill das bitte um. Und so ging es die ganze Zeit. Dann habe ich noch ein paar Fehler reingemixt und so, dann wurde es unterhaltsam. Aber es gab da auch eine Waffe, das sogenannte Sloth, so ein Faultier, das konntest du auf alle Gegner und dann wurden die sehr langsam und dann hast du quasi das Spiel im Grunde wie gecheatet. Und das habe ich nicht, ich habe mich geweigert, das zu machen. Ah. Nur mal so. Du hast nicht den Rapier, ne, sondern nur den Zauberstab. Danke für den Tipp. Ja, doch jetzt. Okay, ich will nämlich das Blocken weiterlernen. Bäh. Es wurde gesagt, dass du beim letzten Mal schon mehr geblockt hast, als Eddie im Gesamten in allen anderen Dark Souls-Teilen zusammen. Mir ist das überhaupt nicht bewusst gewesen, dass das offensichtlich irgendwie nicht so einfach ist, weil das wird ja am Anfang, steht dann ja einmal mit R2 machen sie das. Es ist auch nicht so schwer. L2. Aber vielleicht wird das halt einfach noch echt wesentlich schwieriger, keine Ahnung. Ja. Jetzt habe ich mal das andere Gras genommen, aber weiß nicht genau, ich weiß immer da nicht, links welches ist noch so ein Typ. Stärker ist. Links. Da ist noch der, ne? Ja, nee, da links. Ja, ja.
Aber fällt dir sonst im Rücken, wenn du den nicht platt machst. Der Rechte macht mir Sorgen, ey. Hallo, ich möchte gerne mit Ihnen kämpfen. Ich möchte eine Kohle kaufen. Na, dann muss ich aber, ich hab ihm eine Chance gegeben, sich umzudrehen. So, der ist jetzt natürlich kniffeligor. Leicht nicht. Ah, weg. Das hat so lange zum Casten gerade gebraucht. Ja, aber oh Mann, wir verlieren viel von diesem Gras. Alter, da ist ja noch einer. Lass dich nicht von dem ins Boxhorn jagen. Guck dir das mal an, Mann. Du brauchst nicht so weit weglaufen. Nur guck, wo das Feuer auftaucht. So, ich bleib jetzt hier. Erstmal ein wenig Sichelmondgras. Oh, wir merken uns das. Das gibt uns die Hälfte zurück. Oder ein Viertel. Nicht ganz. Ja. Das ist halt offensichtlich ein bisschen schwächer und das andere ist stärker. Für spätere, wenn wir so richtig auch einen längeren Health-Balken haben oder so. Da oben warst du ja auch schon, oder? Bei dem. Ja, wir waren ja überall schon, ja. Also wir wollen jetzt erstmal dann zu unseren verlorenen Seelen. Da geht's dann ja auch weiter. Die Typen haben wir alle schon mal gemacht. Ja, es ist halt. Und jetzt roll weg. Nicht gierig werden. Also so. Rollen ist mit Kreis, oder? Ja. Aber offensichtlich reicht auch laufen. Das meine ich, der Wasser ist zu gierig. Jut. Gib mir deine Seele. Du Klumpen. Ist hier Sackgasse? Ah, hier war diese Ecke. Hier links ist doch die Ecke in der Wand, oder? Ja, wo nämlich auch noch einer steht. Ja, ja. Da bin ich das letzte Mal auch gestorben. Shit. Kann ich rauslocken? Du hast wieder deinen Zauberstab, ne? Das liegt aber diesmal wirklich daran, dass ich ihn auch benutzen wollte. Ja. Aber ich will ihn nicht im Nahkampf benutzen. Das meine ich, weil du jetzt... Egal, du machst das schon. Der will nicht, ne? Nee, der ist einfach auch... Ich meine, ich stehe original mitten in seiner Wohnung. Der hat keinen Bock mehr. Der interessiert ihn einfach nicht. Du sagst so, ey, ich habe jetzt irgendwie so 100 Millionen Mal stehe ich in diese Ecke und Typen kommen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, sagt er sich. Was mache ich denn jetzt? Soll ich ihn jetzt für ihn stechen oder schlagen? Kann man mit ihm reden vielleicht? Der sieht aus, als wenn er so diese Krankheit hätte von Game of Thrones. Ja, aber die geht ja scheinbar heilen. Er ist also noch nicht verloren. Jetzt ist er aber pissed. Jetzt ist er sicherlich wütend. Halt echt nicht, ne? Okay. Ich seh dich nicht. Er sagt, ich töte mich einfach. Ich bin doch längst schon tot. Oh, wirklich zum x-ten Mal sinkt er hier nieder. Guckt er so, wann ist er weg? Und dann steht er wieder auf. Ja. Hier ist auch noch jemand. Zwei oder so kommen sogar. Ja. Da ist dann rechts noch irgendwie so eine... Nee, das ist mir hier, ist mir das zu risky. Da gehe ich doch lieber zum guten alten Seelenpfeil über. Der Seelenpfeil. Nice. Ich finde ja, dieser Rapier, der hat sowas Edles. Das ist ja, wir spielen auch einen Edelmann. Ja. Der war auch nicht sehr beliebt. Die Wahl wurde nicht gut aufgenommen, nee. Des Edelmannes. Da rechts kommt ein Hackemann. Shit, falsche Waffe gehabt. Boah, zum Glück hast du das Schild nach oben gehabt. Ich muss mir das wirklich mal merken mit dieser beschissenen... Ins Hackebeil. Es funktioniert einfach nicht. Will dich haben. Au. Ei. Gut. Ich dachte, ich hätte blockiert, aber das stimmt nicht. Ne? War kein Parade. Irgendwie hat er die durchbrochen. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, es ist offensichtlich ja dann nicht so einfach, wie man denkt. Da war Sackgasse, ne? Bin immer versucht, alles kaputt zu hauen. Bams. Kabams. Na, das ist halt der andere Teil der Sackgasse. Der andere Teil, aber der liegt doch immer irgendwas. Nee, okay, doch. Der Typ da oben, okay. Der fängt jetzt wahrscheinlich an. Ja, hat er gerade angefangen. Oh, das war knapp. War aber auch ein bisschen unerwartet jetzt hier von ihm. Mit seinen Homing-Feuerbällen. Okay, ich hab den Rapier. Jetzt muss ich aber echt mal, wäre nicht besser jetzt den Seelen. Kann ihn nicht anvisieren. Nee, du bist doch zu weit weg. Jetzt hier geht's aber. Hab ich ihn auch gemacht letztes Mal. Sei nicht gierig. Nicht gierig sein. Lass ihn erst schmeißen.
Ja, du hast gesehen, ich habe geschmissen. Ja, ich hab's versucht. Das ist Timing. Man hat das Fenster ist relativ klein, in dem man selber drankommt. Okay, ich verbrauche hier gerade richtig viel Sichelmundgras. Ja. Tut mir leid, aber wir haben nicht mehr es so muss viel sein. Ja, Rollen ist noch ein bisschen cooler. Oh. Er ist weg, oder? Ja. Ja. Seele? Liegt da eine Seele? Ist da was Sinnvolles? Nee, boah, das ist halt komm. Ein Item, was man looten kann, aber wer weiß. Aber da unten liegen auch die ganzen, hier, da sind die ganzen anderen Arbeiter. Ja, ja. Mit denen will ich mich jetzt nicht. Ja, wir können ja mal einfach dahin gehen, wo unsere Seelen parken, bevor wir hier noch irgendwas riskieren. Nee, du hast recht. Weißt du noch genau, wo das ist? Nee, nicht genau, aber wir sind da. Ah, ja, die Salamander, ja. Die können wir wahrscheinlich auch pupsen. Sollen wir die einfach lassen? Weil ja, letztes Mal haben die auch nicht viel gemacht. Naja, solange man wahrscheinlich nicht in deren Nähe kommt. Und dann müsste man irgendwo. Ja, da hoch und dann. Kannte man irgendwo rechts die Stufen runter. Ja, genau, wo das war. Wird sich wahrscheinlich gleich ergeben. Oder war das da schon? Nee, ne? Hier rechts, glaube ich. Nee, hier rechts, nee, noch ein weiter. Die zweite rechts, glaube ich. Du meinst hier draußen rechts? Oder ja, nicht hier die vorne, da ist dieser komische Brunnen oder was das ist. Nee, nee, du warst schon richtig. Okay. Ich glaube, da rechts ist jetzt dieser Schacht. Ja, mit den ganz vielen. Ja, ja, und ja, dann in der nächsten, da kommen wir jetzt durch, glaube ich. Hier rechts irgendwo, da runter, da ist, die Treppe, genau. Was sind das da vorne? Ja, die haben. Nee, auf die pupst du, glaube ich. Einfach rechts da runter, genau. Okay. Solange die jetzt nicht hinterherkommen, weil die getriggert sind, ist das, glaube ich, egal. Genau, und hier sind, da sind wir lang gegangen und dann kommt irgendwann gleich dieser dumme Zauberer vor diesen Explosionsfässern. Und der ist ein bisschen tricky, da bin ich halt verreckt das letzte Mal. Also sollte ich vielleicht erstmal hin, die Seelen schnell holen und dann vielleicht ja, schnell wieder weg und dann haben wir sie. Dann können wir uns überlegen. Aber was halt, also da sind halt diese Explosionsfässer und der schmeißt mit Feuer. Also einfach reinrennen wird nichts bringen, weil. Dann explodierst du halt und bist hast tot. Hast du mich jemals blind in eine Gefahr rennen? Noch nie. Dann kannst du. Da leuchten sie schon unsere Seelen, oder? Ist das Unsinn? Weiß nicht. Sehen die so aus? Ja, oder? Ja. Also. Wenn ich die so weit jetzt oben ganz liegen, vorsichtig dahin. Ja, wenn die so weit oben liegen, kannst du sie auch schnell holen, bestimmt. Oder? Ja, ich gehe. Und dann schnell gehe. Wegrollen wieder, nach hinten wegrollen. Berühre deine Blutlache. Ah, oh, du hast sie. Da sind sie zurück. Und ich wusste, die Hälfte von euch hat nicht daran geglaubt. Ich möchte, dass ihr jetzt im Chat euch entschuldigt für die Sachen, die ihr vor 5 Minuten mit Sicherheit im Chat geschrieben habt. Danke. Vorsicht, nicht da so ach, dumm rein. Ach, da muss ich hin, ja, und jetzt? Jetzt, lass erstmal. Pass auf, da ist dieser dumme, fette Zauberer, der schmeißt Feuerbälle und das sind Explosionsfässer. Und du musst ihn wahrscheinlich irgendwie einmal triggern. Oder du läufst ganz schnell vorbei, aber das wird, glaube ich, du machst deine eigene Taktik. Vorbei ist nicht so geil. Ich würde versuchen, auch schnell runter und dann wieder hoch. Aber das kann natürlich auch schief laufen. Aber es ist ja beim letzten Mal, falls du dich erinnerst, das war nicht so einfach. Hat nicht geklappt. Nee. Und wenn ich mit einem, kann ich hier ein Seelending auf die Fässer schießen? Naja. Sobald er dich sieht, schießt er und dann explodiert es. Sag mir nur mal, wo ungefähr er ist. Da ist er. Da ist er. Ja. Fuck. Der Mobs. Was machen wir jetzt? Geht's hier links rum? Ich weiß nicht, das sind überall Fässer. Ist auch nicht so weit erkunden können, ob man zur Seite kann. Erstmal müssen die explodieren. Ich würde sagen, lass ihn erstmal schießen, explodieren die und dann kannst du wieder hochrollen. So, jetzt lass ihn einmal werfen. Ja, der hat sich gerade bewegt. Ja, ja. Ja, siehst du? So. Geh das mal an. Der soll erstmal alle kaputt machen. Und dann. Ach, ich dachte, es explodieren alle gleich. Feuerball! Ein Feuerball in Halle 3, bitte. Und da kann man ja auch rechts dann gleich. Also solange du natürlich in diesem engen Gang bist, wirst du natürlich ausweichen, danke. Ja, ich warte wirklich nur darauf, dass er jetzt noch einmal schießt. Ja. Und dann kannst du, ja. Oh Gott, okay, ich hab das Gefühl, der will nicht mehr. Jetzt. Okay, und jetzt. Ah, Alter, wie der mich voll gewonnen. mit Ansage in den Rücken geschossen, ey. Exakt so bin ich gestorben. Dass der halt auch. Okay. Mehr, also die Frequenz hat sich dann erhöht, mit der er geschossen hat gerade. Soll ich ihn nochmal schießen lassen? Ey, mach mal, wie du meinst. Alter. Bam. Ich würde da, glaube ich, wenn die Fässer da wechseln, da rechts rein. Also diese Nische da rechts, weißt du das? Und dann kannst du dich bewegen.
Aber diese dummen Fässer sind halt einfach ein Problem. Ich geh jetzt einfach rechts in die Nische. Ja, das Alter, siehst du? Ja, das meinte ich. Das ist voll. Ja, aber die sind jetzt ja weg, die Fässer. Scheiße. Und du hast, aus irgendeinem Grund hast du überlebt, was gut ist. Ja, brauch volle Energie, wenn ich hier mich diesem Gegner entgegenstellen möchte. 3000, da habe ich ja fast die Seelen, die ich letztes Mal von dir verloren habe, wieder. Es ist, ja. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich da jetzt vorbeikomme. Ich meine, was ist denn da links, rechts? Bist du schon mal weitergekommen? Nee, da bin ich ja verrückt. Gibt's da überhaupt für mich einen Weg? Ja, hinter ihm ist ja das Tor, ja, da müssen wir offensichtlich lang. Diese graue Nebelwand ist da. Also ich gehe davon aus, dass wir da lang müssen. Ich hatte die Hoffnung, dass links und rechts vielleicht Gänge sind, irgendwas, wo ich wirklich erstmal reinhechten kann. Weil ich werde jetzt gleich wieder sterben. Nein, also muss ihm. Ich würde es so probieren, jetzt, wenn die Fässer weg sind, du versuchst ihm auszuweichen, also du versuchst einen Pfeil auszuweichen und gehst jetzt nach rechts da erstmal. Nach rechts, rechts, genau, das meine ich. Ja, jetzt geht's. Oh, jetzt kannst du mit ihm tanzen, so, das meine ich. Und pass auf, dass du nicht nach links kommst, wo die Fässer noch stehen. Kann ich ihn von hier treffen? Nee. Nein. Kannst ja ein Stück nach vorne und er trifft dich dann ja auch nicht. Genau. Vorsicht, er schießt gleich wieder. Genau, siehst du, da bist du safe. Das ist perfekt. Ich traue dem Ganzen nicht. Nein, du bist ja, er trifft dich nicht. Du musst ja noch einen Meter zurück. Und er trifft dich nicht. Nochmal! Na, no, sehr gut. Nur ein, zwei Mal und dann haben wir ihn. Das war's. Geil. Haben wir eine Fanfare in der Regie? Vielleicht kann man in der Postproduktion eine große Fanfare jetzt. Mit so einem Banner, wo dann so Nils und Simon so entfaltet. Victory! Victory! Against the Fireman! Ich möchte gern Ede und Nils, Ede und Denzel von der Seite mit so großen, mit so diesen Tröten, die dann so. Bitte macht das. Ja, wir machen in der Zeit ein bisschen Werbung. Oh, das ist ja auch eine Form von Fanfare. Na gut. Und die bläst euch richtig was um die Ohren. Wenn ihr gleich zurück seid und das unwiderstehliche Verlangen verspürt, irgendwas zu kaufen, vertagt diesen Impuls und bleibt dabei, wie wir weiterspielen. Oder macht's einfach im Second Screen, einfach nebenbei, kauft ihr die Sachen, die wir euch jetzt empfehlen. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Ich esse eine Mandarine, die kostet nichts. Bis und ich esse einen Mann. Mm. Herzlich willkommen zurück. Simon Kretschmer hat sich gerade hervorgetan als der beste Dark Demon Souls Spieler. Nein. Zumindest. Nicht mal auf diesem Sofa, Nils. Aber auf der rechten Seite des Sofas. Immerhin. Der Buddy wollte eigentlich kommen. Er hat sich eigentlich angemeldet. Hat es leider nicht geschafft. Und dann hätte er wahrscheinlich hier gesessen. Ne? Warum? Wieder alles. Ja. Der hätte alles an sich gerissen und wäre dann gegangen. Der Bulli ist super gut. Ich wette, der ist richtig gut in Dark Souls. Ja, wirklich, weil der würde genauso spielen wie du. Und der hat auch eine unheimliche, unfassbare Geduld und eine filigrane Controller-Kompatibilität. Ja. Aber ich hoffe, dass er nochmal kommt. Er ist auf jeden Fall eingeladen, hiermit offiziell. Er ist drei Räume weiter. Er hört mich gerade. Er kann hier gerne mal vorbeikommen. Ja, aber er darf dann nicht spielen. Nee, das natürlich. Weil es passieren, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er ist mega gut und es ist super beschämend für uns und dann müssen wir ohne ihn weiterspielen, oder er ist mega schlecht und verliert unsere Seelen. Oder noch schlimmer, er ist auch gut wie du und dann sagen alle, lass doch einfach den Buddy, tausch doch den Buddy mit dem Simon aus. Der Simon hat ja eh keine Lust drauf. Würde ich und dann, nicht ausschließen. Und schnapp bin ich hier weg. Schnapp bist du weg. Das ist eigentlich für mich voll gefährlich, jemanden wie Buddy hier reinzuholen in diese Konstellation. Das meine ich gerade. Also das ist so eine Lose-Lose-Situation mit Buddy. Wir sollten ihn einfach nicht. Aber wir sollten jetzt durchs graue Tor gehen, finde ich. Denn das wartet auf uns. Ja, guck mal, da ist noch ein Seelenklumpen. Du, ich habe übrigens gelesen, dass die bei Demon's oder Dark Souls immer gegessen haben und dass das die Zuschauer mega scheiße fanden. Und jetzt überlege ich, ob Nils, willst du jeden Fehler, den die gemacht haben, wiederholen? Ja, ich meine. Essen. Das ist so widerlich. Mal wieder der wabert. Aber du kannst gerne essen. Also für mich ist wieso okay. Hat der Pfeile im Bein? Nein, lass uns jetzt ruhig nochmal über dein Essen reden. Ja, aber lass uns erst mal sagen, ist das unser Seelenpfeil? Hat er sich materialisiert als so ein Ruderboot? Das ist sein Zauberstab. So ein komischer Zauberstab. Nein, sieht aus wie so ein Kaminfeger. Ja, als wird der irgendwie, oder so ein Reitergärte. Das ist ja komisch. Ja, aber er lässt sie nicht los. Ja? Der ist Schornsteinfeger eher. Tatsächlich. Guck mal. Das ist dann auch so, wie du sagtest. Ja, die sind alle, weil die so dick sind. Ja. Die stopfen sich ja selbst durch den Kamin. Ja, und die sind dann aber alle da im Kamin verendet. Ja.
so. Haupttodesursache Nummer 1 vergessen worden im Kamin. Und das merkt dann erst der nächste Kaminreiniger, ja, weil natürlich die Leute sagen, ey, mein Kamin ist stinkt, immer noch verstopft und stinkt nach altem Mann. Naja. Ja, so war das früher, vor der Erfindung der Mikrowelle. Ich habe Angst, hier geht doch gleich alles kaputt. Nein, das sieht doch schon so aus, als sollte es auseinanderbrechen. Die Steinfangkatakombe. Ich wette, die haben wieder irgendwelche Abkürzungen nicht gemacht. Und ey, was auch immer hier für ein Riesengegner kommt, ich werde ihn nicht schaffen. Ach, du schaffst es. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Guck dir das doch mal an, bitte. Da kommt schon mal der erste Schurke. Kam der einfach so mit seinem glühenden Messerchen von oben runtergefallen. Okay. Bereit für Katy Perry. Scheiße! Boah. Und ich brenne auch noch. Ich nehme leider noch ein bisschen Sichelmundgras. Tut mir leid, ich weiß, du willst das auch nochmal gebrauchen. Aber ich muss es lernen. Scheiße, scheiße, scheiße. Krieg keine Panik. Der Nils kriegt schon Panik, oder? Ich kann nicht hingucken, aber... Ich krieg keine Panik. Ich meine nur, dass wir ja auch gleich noch irgendwie zu einem Endboss kommen werden. Da brauchen wir unser Health-Gerät. Ich mach's ja nicht, weil ich, nein, ich keinen Bock auf dieses Halbmondglas habe. Kein Vorwurf. Hab. Es ist nur, ich denke schon voraus und denke mir so, da werden wir uns wahrscheinlich dann... Ich sehe da direkt den Schulterschluss mit der Community. Was? Die mich hier rausmobben wollen. Du fühlst dich relativ Nils. Schnell angegriffen. Ist das etwas, was häufiger gesagt wurde in deinem Leben? Nein, nein, das komplette Gegenteil ist der Fall. Mir wird immer gesagt, Simon, du lässt dich aber auch nie triggern. Nee. Wie schaffst du das? Mit dieser engelsgleichen Geduld, die dir inne ist. So, ich berühre mal die Blutlache. Vielleicht berühre mal die Blutlache. Zeigt mir wirklich was. Manchmal hilft es ja wirklich. Ich gehe hier lang, mir passiert bestimmt nichts, hier gibt es keine Gegner. Und tot. Runtergefallen. Okay, der ist einfach irgendwo dumm runtergeplumpst. So was würde uns ja nie passieren. Da ist eine Nachricht auf dem Boden und eine Blutlache. Hier ist der runtergeplumpst. Na gut, die gucken wir uns jetzt echt nochmal an. Oh, das ist ein Fahrstuhl! Ja. Warte, guck erstmal um im Raum. Ich will erstmal gucken, ich kann ihn also drehen. Hier ist auch noch was zum Drehen. Achso, der will wieder hochholen einfach. Um ihn wieder, okay. Um ihn wieder hochzuholen, wenn der unten ist. Ah. So also einfach zum Lachen zu bringen. Dann würde ich sagen. Fahren wir da nochmal runter. Ey. Hier ist wirklich wenig versteckt. Also bei dem Spiel ohne Namen, was ich nie erwähnen darf, da sind ja oft Sachen überall versteckt. Und das ist schön. Und hier habe ich das Gefühl, dass man eigentlich. Kamen wir, warte mal. Kann ich hier auch mal irgendwo was zerstören und dahinter was finden? Eine Seele oder so? Nee, gell. Warte mal, bevor du runterfährst. Kamen wir jetzt von da oben oder? Weil das ist ja noch eine. Von hier oben. Geht mal da, wo du eben warst. Nochmal hoch, meinst du? Nee, runter. Da war auch noch irgendwas. Gerade durch. Aber wo? Wo du eben warst, gerade durch? Ich war hier überall. Also ich weiß nicht, was du meinst. Naja. Da bei dem. Nein. Ich geh jetzt geradeaus. Stopp. 70 Grad nach rechts. In der Figur. Ja, und jetzt geradeaus. Jetzt hast du dich wieder nach links bewegt. Ah! Du machst es mir gerade echt nicht einfach. So. Da hoch oder was? Nein. Ich zeig dir das jetzt. Da, in die Richtung. Da. Okay. Einfach mal hin, weil da war irgendwie auch noch ein Steg oder sowas. Irgendwo geht's da lang. Ich wollte nur sehen, wo es da lang geht, bevor wir runterfahren. Oh, ich hätte jetzt gern Steak. Ja, Steak wäre geil. Ja, du hast recht, ist ein Steak. Ja, das wollte ich nur einmal auschecken, wohin es da jetzt geht. Einige Leute, was soll diese Lustigkeit von diesen Leuten? Moment, hier kam ich doch her. Ja, deswegen habe ich gefragt, kamen wir von da oder kamen wir von oben? Okay, aber das ist, okay, gut geklärt. Das ist also der Steg, von dem wir kamen. Also aber auch emotional aufwühlend hier. Es ist mega aufwühlend. Dupp-di-dupp-di-dupp. Und dann kann man nämlich da hinten nämlich hochgehen. Dupp-dupp-dupp. Ja, da. Hier so. Oder wo ja, hoch? Da, links hoch. Also wir wissen ja, dass ein Fahrstuhl, der führt ja mit Sicherheit irgendwo hin, aber bevor wir uns diesen Aufwand hier antun, checken wir doch einfach mal, was hier noch so ist. Da liegt zum Beispiel eine Seele. Also irgendein Item. Keine Seele wird zurückgelassen. Ohne Christklinge. Die kann man nur Weihnachten benutzen. Oder Christa kann die nur benutzen. Okay, wo ist die? Kurz mal gucken. Wir können sie tragen. Naja, minus 43 Magieangriff haben wir dann, aber... Das ist physischer Angriff nur plus 1. Ja, das ist geil. Ja, hast du schon verglichen? War das schon der Vergleich? Wenn du mal auf... geh mal auf Inventar. Ja. Genau, und dann kann man ja... Also genau, wenn du jetzt das Schild anklickst,
Und jetzt gehst. Ne, Entschuldigung, nicht das Schild, das, den Dolch. Ich frage mich auch so ein bisschen. Ja, ja, genau, den Dolch. Genau, und, Klinge, und dann hier Waffe rechte Hand 40. 80, von 80 auf 40. Magieverteidigung geht auch runter. Okay, die Waffe bringt mir gar nichts. Irgendwie muss die mega dumm sein. Dumm. Dumme Waffe. Wir brauchen wirklich mal eine Taktik, wie wir mehr Sichelgras. Scheiße! Sichelgras, Scheiße! Ach gut, wie wir mehr Gras kriegen. Weil kennst du da nicht einen? Die verkaufen das, die geben es nicht mehr her. Und die Art, so schnell wie wir das hier benutzen, ist das auch nicht mehr gesund. Weil wirklich, wir brauchen das. Du merkst schon, ich verbrauche es häufiger als du, aber ich lerne ja noch. Also wir brauchen mehr Halbmondgras. Das ist auf so vielen Ebenen richtig, was du gerade gesagt hast. Ja, ich merke ja schon, wie ich mich mit euch verbünde. Also ich bin auch gegen diesen Simon. Der Simon aus der zweiten Folge. Ja, ja. Wer war das? Was ist passiert? Ich verstehe es nicht. Ja, so. Okay, dann fahren wir doch mal hier runter. Aber wir machen das. Sei mal wachsam, nicht jetzt hier Kaffee trinken, da ist doch einer gestorben. Man muss doch aber einen Kaffee trinken können. Ja, aber wer weiß, was dich erwartet hier im Dunkelheit. Was ist das für eine Welt, in der man nicht mal Kaffee trinken kann? Siehst du nichts, nur Schwärze. Shit. Oh, da ist schon wieder so ein... Das ist ja sehr dunkel auch alles irgendwie. Haben wir schon wieder hier so einen grauen Durchgang. Aber wir gucken uns natürlich erstmal alles an. Die Spinnennetze machen mir furchtbare Angst. Da hinten liegt eine Köstlichkeit. Das könnte aber auch eine Falle sein. Bei einem anderen ähnlichen Spiel gibt es auch Spinnen und die sind widerlich. Mich würde das nicht wundern, wenn das ist doch, das ist wie so das ist eine Falle, oder? Das ist sowas von eine Falle. Ein Anglerfisch, der seine Beute einen Spinnenstein. Das ist sowas von eine Falle, die kommt gleich von hinten. Ich will mich nicht umdrehen. Ja, aber da ist sie doch gar nicht. Sie kommt ganz sicher. Es ist so lustig, wie schreckhaft du gerade bist. In der letzten Folge warst du so, oh, komm her jetzt. Ja, das ey, Spinnen dann. Spinnen sind einfach, soll ich das durch? Ja, natürlich, da müssen wir ja durch. Ja, ich frage ja, weil du offensichtlich in letzter Zeit hier mich kommandierst, was ich sehr mag, weil einer muss ja aufpassen und der andere muss einfach ausführen. Siehst du? Panzerspinne! Deswegen habe ich gefragt! Vorsicht! Das war nämlich ein Riesenfehler! Da hätte man nie durchgehen sollen! Die ist böse. Niemand sollte da durchgehen. Wir schießen mit unserem Seelenpfeil. Alter, ich weiß gar nicht. So wir haben einen Seelenpfeil zur Verfügung. Benutzen Sie ihn. Ich kann die Spinne aber gerade nicht anvisieren. Doch, du hast sie anvisiert. Schieß sie! Ja! Ich kann Gras, nicht mehr, Gras, ich kann Gras, Gras, Gras! Nein, nein! Nimm das! Okay, reicht! Und jetzt wieder wegrollen und sie anvisieren und sie dann totschießen. Totschießen! Ey, ich werde immer so paralysiert und ich weiß nicht wie! Ah! Ich weiß nicht wie! Die hat dich eingesponnen mit ihren Spinnen. Ah, weg! Alter! Artillerie. Ah, die hat mich schon wieder getroffen, so eine Scheiße. Das war's, Nein. Ich komm nicht, doch! Zieh das Schild hoch, du schaffst es! Roll dich! Zieh dich! Tot, oder? Das war's. Ja, ey, boah. Alter, das ist ein. Alter. Hast du diese Spinne? Alter, ey, was ist das für ein Endgegner, sag mal? Vielleicht ist es ja nicht mal der Endgegner, vielleicht ist es ja nur der. Oh nein. Also, du bist doch. Ja, aber ey, ist ja klar, dass man den Endgegner nicht beim ersten Mal erwischt, aber wir haben jetzt auch keinen Shortcut gefunden. Oder? Wir hätten durch dieses verschlissene Nebelding mal gehen sollen. Oder haben wir das gemacht? Das erste Nebelding, sind wir da durch? Oder sind wir da mit dem Aufzug? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber du wirst es gleich erfahren. Das ist doch lächerlich. Wir haben doch 100 Pro irgendeinen Shortcut verpasst. Ja, verpasst haben wir ihn, ja. Wahrscheinlich hierhin, ne? Wahrscheinlich hier irgendwas links. Mhm. Das ist definitiv der Shortcut zu irgendwas. Da fällt ja so ein Geist hoch. Da oben liegt auch so ein Geist. Kann man da jetzt schon hoch oder so? Nee. Oh Gott, weißt du was? Nee. Das zweite Drehkreuz bei dem Aufzug. Da waren zwei Drehkreuze. Ja, das eine war einfach nichtssagend und das andere war für den Aufzug. Ja, aber war das nicht eher so ein... Ach, dass man den wiederholen kann, ja. Ja, ja, stimmt. Das Ding fährt nicht. Ein VIP erwartet dich weiter vorne. VI Spider. Da gehen wir nicht hin. Ja, ey, irgendwas haben wir auf jeden Fall... Aber hast du gesehen, wie krass diese Spinne war? Und das Ruckeln hat nicht geholfen. Du machst das ja jetzt. Ich versuche gerade zu rekapitulieren, was ich falsch gemacht habe. Erstmal alles. Dann es ist unfassbar schwer, diesen ersten Spinnenschuss zu entgehen, weil der kommt so aus dem Nichts irgendwie, während die Spinne oben ist, hat sich für mich so angefühlt.
Oh ja, ey. Und das mal, also da kommen wir gleich zu, ich wollte dich jetzt auch nicht volllabern, aber das ist echt nicht einfach. Aber du schaffst das, man kann das schaffen, glaube ich. So, alles klar, ist die ganze Schniesel-Schnasel erstmal wieder reinkommen hier. Ich weiß auch gar nichts mehr. So. Waren die nicht schon Typen? Hä? Waren doch, die nicht da vorne. Am nee, da vorne. Hier um die Ecke, links, rechts sitzen sie. Zwei und nochmal zwei. Aber schön, dass das Parieren klappt. Das freut mich irgendwie. Ja, den hättest du eigentlich kriegen müssen. Aber du hast auch keinen Schaden bekommen. Of love. Da hat nur Lurch. Oh, der hat noch Seelen dabei gehabt. Ah, der hat noch so ein Leuchtgelöt. Ein Eisenschlagring, meine Lieblingswaffe. So, hier ist noch einer. Den kannst du von hinten zu spielen. Oh, warte. Kann man, weißt du, ob man jeden Schlag parieren kann oder ob man das so ein bisschen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also was ich glaube ist, dass die Schilde haben so Physical Damage. Und wenn die, glaube ich, 100 Physical Damage haben, dann müssten die eigentlich jeden physikalischen Schaden absorbieren. Okay. Aber ey, I don't know. What do I know? Oh, oh. Mann, das ist gut, ja. Die schnellen Hunde mit dem. Mit der Magie. Da kommt noch einer. Vergiss es nicht. Jetzt, da ist er. Da, zwei. Du schaffst das. Doch, den machst du. Den ersten und jetzt. Oh, shit. Na, ist gut, alles gut. Oh Gott, das war aber auch knapp. Aber du hast nicht so viel Energie gebraucht. Ja. Hol dir lieber was nochmal. Hol dir mal ein bisschen Gras jetzt. Ja, wir müssen ein bisschen. Im Ernst. Das schadet nicht. Ja. Ich hatte auch die Spinne. Ich habe sie einmal versucht zu treffen mit der Magie. Hat nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. Ja, die hat sich halt bewegt, diese dumme Sau. Die hat ja irgendeinen Rhythmus. Das ist eine widerliche Dreckspinne. Ich hab wirklich, mich juckt es wirklich physisch aber überall. Auch, vor allem, wenn du keinen Fernkampf hast, dann musst du ja. Da musst du ja richtig in den Infight mit der dummen Sau. Vielleicht verträgt die einfach mehr. Das. Also, eine Sache, die immer wieder gesagt wird, ist ja, dass man bei den großen Gegnern nah ran muss. Gerade weil man eben das nicht möchte, muss man genau das machen. Und dann eben so links, rechts vorbeirollen, schlagen. Hm. Wurde so gut wie jeder andere Tipp auch. Mann. Shit, voll reingebracht. Nein! Naja, easy. Kack, ist doch kein Glück. Jetzt muss ich wieder diese. Ah, oh Mann, ey, jetzt muss ich auch schon wieder so. Ah! Oh Gott, von der Penner, ich hatte den auch ganz vergessen. Völlig vergessen, dass da noch einer ist. Nein, komm wirklich nicht. Nein, wir wechseln uns ab, das ist ja sonst doof. Wir wechseln uns ab. Ja, aber ich möchte nicht gegen die Spinne antreten. Mach du mal, du wirst die Spinne gut machen. Es sei denn, du willst nicht. Wenn jetzt wirklich nicht. Ja, aber mach doch mal, das war doch jetzt dumm. Ich habe doch letztes Mal auch zwei, drei Leben. Ja, aber trotzdem. Ich finde, es soll schon irgendwie fair sein. Sonst langweilt sich einer die ganze Zeit, so wie ich mich. Ja, aber aber es ist irgendwie, finde ich, auch schon, wenn man sagt, wenn man stirbt nur einmal, dann hat das auch so. Na gut, das nächstes Leben. Mal machen wir es richtig, richtig legal. Okay. So wie es im Gesetzbuch steht. Wir hatten übrigens Glück mit dem Drachen, dass er nicht gekommen ist. Ja, habe ich auch gelesen, ja, weil die Gesinnung irgendwie gut ist. Wir hatten eine weiße Gesinnung, weil wir, glaube ich, noch nicht gestorben waren. Irgend sowas. Ja, weil. Oder die Vermutung, ja, weil wir noch nicht gestorben waren. Und die Vermutung habe ich umgesehen, dass halt, weil sich das wohl zusammensetzt aus allen Leuten, die spielen. Und dadurch, dass die ganzen Hardcore-Veteranen. Das schon so gut können. Ja, und dass die jetzt nochmal spielen, bevor die Server down gehen oder so, dass das vielleicht dadurch auch kam. Ah. Ich mache jetzt ja einfach mal schnell, ne? Dann bin ich aber froh eigentlich. Also ein Drache direkt am Anfang, der hätte mich ganz frustriert. Ja. Diese Spinne, ich kann mir nicht vorstellen, wie man die schaffen kann. Also, klar kann man sie schaffen, aber wir sind ja wirklich extrem schwach. Ja, mit dem Seelenfall, wenn man den Rhythmus von der gut annimmt, würde ich sagen. Boah, es ist so dunkel, Mann. Man muss halt deren Bewegungsmuster irgendwie checken. Die hätte ich ja zum Beispiel immer
eingefangen mit diesem, wenn die nach oben gegangen ist, glaube ich, hat die immer ihr scheiß Netz geschossen. Ja, das kam, sie ging nach oben und ich glaube, dann kam das Arschende raus und das hat dann das Netz geschossen. Ja, genau, das meine ich. Und danach kam direkt die Feuerbälle. Ja, und da muss man halt irgendwie sich verpieseln, wenn die ihren Arsch hochzieht. So, wo sind jetzt die dummen Köder? Der sieht nichts, der Nils. Ja, da kommen sie. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ganz sicher gemacht. Ja. Kann ich nicht so breit, du Schwein. Okay, jetzt kommt der Flammentyp. Denk an den oben links. Geh am besten direkt rein. Und dann einfach schon mal direkt ausweichen. Erstmal hier die Blutlache. Warum? Hallo? Warum? Ach so, die Seelen, natürlich. Ich hatte die voll vergessen. Ach so, ja, die anderen sind jetzt weg. Die anderen sind weg. Ach, die bei der Spinne sind weg. Ja gut, hätte ich auch auf die scheißen können. Das ist doch scheißegal. Ich, wirklich, die Seelen sind wichtig, aber auch nicht Kern des Spiels. Also, das klingt so falsch, ne? Weil natürlich sind die Kern des Spiels. Aber der Spaß ist das Spiel. Das will ich sagen. Der Spaß ist der Kern des Spiels. Doch, wirklich? Ja. Ah! Oh Gott, gleich bist du wieder tot. Ich bin zu ungeduldig. Gleich bist du wieder tot. Nein, so. Was macht man eigentlich, wenn man irgendwann gar kein Gras mehr hat? Ich weiß es nicht. Was macht man denn in so einem Fall? Ich war noch nie so weit. Nee, aber irgendwas wird man dann ja echt machen müssen. Vielleicht einfach sammeln. In alten Leveln rumlaufen und sammeln. Komm, schieß, schieß. 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 Da freut er sich. Ja, Mann, ey. Die Ungeduld ist kein guter Gefährte. Ah, da schön ein bisschen Vollmondgras. Komm. Achso, warte mal. Jetzt raus links. Da links diesen. Der Typ in der Ecke. Ja, ne? Eckbert. Und jetzt ist wirklich die Szene, Eckbert, wie letztes Mal. Eckbert. Eckbert wieder mal an der Ecke und denkt, komm, töte mich einfach nur. Ich will gar nicht. Ich stehe nur hier als vielleicht Überraschung für die ganz Unachtsamen. Was? Oh, denk dran, da vorne kommt auch wieder einer. Das sind alles so Eckenpenner. Und wir müssen nächstes Mal, wenn wir viel Seelen haben, müssen wir vielleicht einfach mal rausgehen aus dem Level und investieren. Weil am Endgegner verlieren wir die immer. Boah, der hat meinen Seelenfall überlebt. Ist er denn des Wahnsinns? Der hat doch eine Spitzhacke. Ist ein bisschen stärker. Achtung. Oh ja. Stich, stich, stich. Stich, stich, stich. Komm, komm, nee, komm. Komm. Zack. Angesicht. So. Hier ist noch einer, oder? Nee, nee, das waren sie. Echt? War ich noch einer? Nee. Ich glaube nicht. Na gut. Ja, auch nicht. Gut. Lalala! Okay, hier ist der Flammentyp. Da ist Flammi. Vorsicht nicht, dass der dich in. Dass der hier reinschießt. Kannst du ja schwer entkommen. Links? Links? Ja. Flammi, Money. Flammi, Flammi, Flammi. It's so funny. In the Dark Souls World. Diddle-diddle-dee-dee. Das war Musik, Nils. In meinen Ohren. Ja. Peace. Trau dich. Nils, das machst du gut. Tschüss. Schieß, schieß, schieß. Trau dich. Ich bin da. Muss geduldig sein. Oh, jetzt plumpst er der runter. Das ist aber unangenehm. Da erwische ich den ja gar nicht mehr. Doch, doch, doch. Nee. Da kannst du nicht anvisieren? Nee. Scheiße. Fuck. Da kommt scheiße. Mich, drauf. Weil er eine größere Reichweite. Oh, weg, weg, weg! Da kam schon wieder ein Flammenpfeil. Na, na, na. Nein.
Na gut, na gut. Wir haben übrigens in Erfahrung gebracht, dass diese Salamander wohl eher für versteckte Goodies da sind und nicht wirklich als Gegner. Aber da wir nicht genau wissen, wie man mit denen interagiert, lassen wir sie jetzt einfach mal Salamander sein. Ja, ey, eben. Die wollen auch nur leben. Kleben wollen die, kleben. Lalala. Gut. Jetzt kommt gleich dieser andere... Ich bin so froh, dass du mit der Spinne jetzt irgendwie... Ich bin ja, richtig froh, hier zuzugucken, weil es einfach viel angenehmer. Ich bin mir wirklich überhaupt nicht mehr sicher, ob das... Wir haben irgendeinen fucking Shortcut übersehen. Das kann ich mir nicht anders erklären. Weil dieser ganze Weg... Ja nah vor dem Ende muss ja irgendwo dann der Shortcut enden. Das heißt, geh einfach nur nicht zur Spinne und dann finden wir dich schon. Meinst du? Dann suchen wir einfach so lange, bis wir die blöden... Oder ihr könnt das... Achtung, ja. Könnte es sein, dass es keinen gibt. Nein, das kann nicht sein. Nee, noch nicht. Er lacht erst. Jetzt! Schon gezockt. Dumme Typ. Ah! Der Sack. So, jetzt stehe ich mich nochmal an die Seite. Alter, sehr gut. Der ist über die Pfeile. Da sind dir schon die Füße angekokelt worden eben gerade. Ja, ja. Alter, dieser scheiß Homing-Schuss. Und du bist noch gut weggekommen. Ich will, dass der diese Fässer da noch einmal platt macht. Ich glaube, wenn du wegrennst in dem Moment, dann zielt er nach oben. Ja. Du kannst eigentlich, vielleicht geht's nicht. Nee. Alter! Alter, was? Oh Gott. Du Ratten, ey, das ist ja voll der Homing-Pfeil auf einmal. Schau mal bitte, ob eins du... Eins gibt's noch. Nee, links sind auch Tonnen. Kacke. Ich kann auch nicht zielen, so wirklich. Ich kann die nicht kaputt schießen. Du kannst hier eigentlich nichts machen, nee. Ein bisschen weiter nach oben ziehe, kann ich irgendwo. Also. Probier mal, vielleicht kann ich irgendwie das so. Hey, du hast geklappt! Das hat geklappt! Ja. Es war nicht ganz perfekt, aber es funktioniert. Noch ein bisschen nach oben. Eigentlich? Nee, hör mal zu. Oh, komm an! Scheiß Fass. Aber ein Fass ist nicht so schlimm. Das gibt's doch gar nicht. Okay, nochmal hier, jetzt das. Moment, warte mal kurz. Bleib mal so stehen. Ein Tick nach rechts. Ja, probier. Nee, jetzt bist du auch noch oben. Ey, das ist ja ein Millimeter. Ey, sag mal. Das gibt's doch gar nicht. Nee, du musst nochmal einen Tick nach rechts. Ganz viel. Ja. Hä? Nee, der schießt doch immer auf denselben Punkt. Der verarscht uns. Ich habe jetzt mein ganzes Mana aufgebraucht. Aber das war's mir wert. Kacke. Lalala. Da rechts sind sie weg, ne? Das heißt, ich kann gleich. Weißt du, was ich mache? Bis auf eins sind sie weg, ja. Ich gehe gleich nach rechts da rein. Du hast ja bei mir gesehen. Einfach rechts rum, einen Feuerball ausweichen und schon bist du im Sweet Spot, genau. Sweet Spot. Alter, ich will den anvisieren, den Dickmops. So. Na, dann mach doch mal. Ah, dann mach. Ah! Oh. Dann mach doch noch. Dachte, der trifft dich, ey. Nein. Er muss echt vorsichtig sein. Komm. Komm, Mops. Gut. Sollen wir mal gucken? Das ist nervlich anstrengend. Ach, mal, gut. Bisschen Gras. Sollen wir mal gucken, ob. Ja, guck mal da. Roll mal da hier, roll mal hier was weg zum Beispiel. Was leuchtet denn hier? Gib mir das doch mal. Ein ephemerer Augenschein. Also, guck mal, wenn es einen Shortcut gibt, ne? Dann müsste man den doch. Ich kann die Reiniger Bummer. Dann müsste man den Shortcut doch auch irgendwo. Also, das, wie du ja eben sagtest, das andere Ende auch sehen. Ja, gehen wir mal davon aus, dass wir beim Shortcut direkt am Anfang mit diesem Aufzug oder was auch immer das ist, fahren müssen. Wir sind ja jetzt weiter oben, wir sind ja die ganze Zeit hochgelaufen, insofern stimmt das alles, jetzt geht's noch höher. Irgendwo da oben ist einfach nur, ich schwöre dir, es ist einfach nur ein dummer, dämlicher Hebel, irgendwas, womit man irgendwas aktiviert. Und wir haben ihn einfach nicht gesehen. Ich nehme aber an, dass er wirklich weiter oben noch ist. Lass uns einfach hier weiter drauf achten. Ja. Aber zum Beispiel...
Na, kommen wir später. Kommen wir später hin. Lass es einfach dann gucken. Kann mir noch Gegner nehmen, ne? Aber es gibt ganz sicher irgendeinen Shortcut. Und dann ist es auch einfacher, finde ich. Dann kannst du die Spinne wenigstens 4-5 Mal probieren, ja, immer deine Seelen einsammeln, dann ist es nicht mehr so ein Gehackmeck hier. Irgendwann, also das, man kann ja wirklich jetzt hier nicht jedes Mal diesen ganzen Weg machen, nur für diese dumme Spinne. Da bin ich aber völlig dagegen. Sag mal, ja, unser Mana regeneriert sich langsam, genau. Ja. So. Ja, genau, Achtung, nicht runterfallen. Guck mal, jetzt ist der nämlich unten, der Fahrstuhl. Das hat er sich nämlich gemerkt. Jetzt würde ich, Moment. Das heißt aber doch dann auch, dass du eigentlich hier oben irgendwo den Shortcut finden musst. Oh, erstmal machen wir das. Könnte ich mir, weil, wenn wir jetzt nach unten fahren, sind wir ja. Oh, da ist auch was, geil. Spinnensteinscherben. Kann man alles nehmen. Guck dich bitte noch, bevor du jetzt runterfährst, noch einmal hier genau um. Ich guck erstmal, ob hier irgendwas auf einmal draufsteht. Nein, zum Glück nicht. Nee, ich guck mich auf jeden Fall um. Jetzt checken aber wir das erstmal. Ich habe mich ja auch schon einmal umgeguckt, aber wir haben ja nichts gefunden. Es gab noch eine Stelle. Die, wo ich vorhin dachte, okay, vielleicht ist da noch irgendwas. Und zwar ist das hier. Da ist gleich, hier ist die Brüstung weg. Ach so, da kamen wir her, ne, oder? Mm, da kam, oder? Spring mal drauf. Ja, da kamen wir her. Ah, ne? Das muss ja der Weg. Aber kann man vielleicht von da irgendwo noch weiter? Kann man vielleicht irgendwo. Was ist denn dieser große Steinquader? Ja. Kann man da, muss man da, ist da irgendwas Sinnvolles vielleicht? Ist da ein bisschen eingebunden? Man kommt da ja auch nie runter. Ich guck gleich nochmal. Also genau, da, achso, da kamen wir zu diesem. Du kannst ja auch noch erstmal runterfahren. Also bevor wir jetzt irgendwas riskieren, du kannst ja auch nochmal runterfahren, kannst ja wieder hochfahren. Ist da hinten irgendwas? Nee, das sind nur die Dinger. Ich kann ja einmal hier runtergehen. Gucken wir uns mal diesen Quader an. Hier ist auch keine Öffnung. Nee, das ist, sieht aus, als wäre das nur Kulisse. Ah, ja, ist auch nicht besonders liebevoll. Was ist da hinten? Das ist das Wasser auf die Lava, glaube ich. Ja. Da haben wir auch nicht mehr richtig geguckt, ob da noch was ist, aber. Also ich erinnere mich, dass da eine Stelle war, als wir das letzte Mal gespielt haben. Da haben die Leute gesagt, Felix hat uns am Shortcut vorbeigeführt. Und ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Das war irgendwo da oben. Weißt du noch, da war so ein Gang, da waren so Fässer davor oder so. Und da musste ich durchrollen, um da durchzukommen. Und da ging aber noch ein anderer Weg lang. Dann war das vielleicht. Kann es sein, dass das bei dem, also noch vor dem Feuer-Lava-Wasser-Ding ist? Also, wir haben ja diesen Wasserkreislauf geschlossen, sodass das Wasser auf die Lava ist. Und da hat uns, glaube ich, Felix geholfen, irgendwie, wenn ich mich recht erinnere. Und vielleicht hätte man da weitergehen müssen. Ja, das kann wirklich sein. Aber dann lass erst trotzdem noch mal am Ende gucken, bevor wir jetzt. Wir probieren noch einmal jetzt diese miese Mörderspinne. Und wenn wir jetzt danach verrecken, und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass das passiert, dass ich da jetzt verrecke. Dann abwarten, vielleicht kriegst du das Timing ja hin. Schau erst noch mal unten, ob vielleicht nicht doch noch irgendwo ein Shortcut ist. Aber du hast recht, ansonsten gehen wir nämlich den anderen Weg und suchen erstmal den Shortcut. Genau. Das sollte man generell eigentlich immer machen. Ja. In der nächsten Welt machen wir es direkt. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. In der Weile machen wir ein bisschen Werbung. Und dann haben wir nämlich. Ist schon wieder soweit. Und dann haben wir unseren nächsten Endkampf mit der Spinne. Ja, ich hoffe. Wir schaffen sie und. Oh Gott, das wird so spannend. Ja. Bleibt auf jeden Fall dran. Gleich wird es Nils versuchen. Wird erst schaffen. Beim ersten Mal ein First Try Monster. Oh, was ist hier? Da waren wir drin. Da waren wir sicher drin? Yeah. Okay. Gut, naja, wir werden es auf jeden Fall sehen, gleich nach der Werbung. Willkommen zu Knall durchgenommen, Demon's Souls Folge. Vier, fünf? Drei. Vier? Drei. Es ist Folge 3. Aber es ist eine 2-Stunden-Folge dann, oder? Die ist eine lange Folge, ja. Wir haben immer lange Folgen gemacht. Wir sind immer noch in derselben Folge. Ihr habt, falls ihr euch fragt, warum sind die gerade verwirrt, das liegt natürlich daran, dass wir. Ich hadere jetzt der Erklärung, die da nun kommt. Ja. Ich bin weder verwirrt, noch habe ich das Gefühl, dass wir irgendwas falsch machen. Ich finde, wir machen das gerade alles sehr richtig. Ja. Wir gehen nämlich jetzt rein. Wir gehen rein. In dieses. Oh Gott. Da siehst du sie auch schon hinten. Ja, ja, ja. Da siehst du das fette Klubsch. Ah, widerlich. Fette Klubschauge. Warte mal. Oh, ich wollte gerade sagen. Sie und ihre ganze Generation. Da. Jetzt Achtung. Oh. Da siehst du genau. Das ist nämlich der Scheiß. Ja, ja, ja. Oh. Dreh dich. Unmöglich. Kann mich nicht bewegen. Oh Gott, oh Gott. Wie sieht er sich erstmal an? Ich glaube, das ist wichtig. Sonst ist die Kamera im Arsch. Einmal anvisieren, jetzt kannst du sie anvisieren. Ja, ja, ja. Oh, nur noch ausweichen.
Achtung, Moment, warte nur. Tut mir bitte eingefallen. Warte kurz. Oh shit. Wieso hat er denn die Heilung gerade nicht gemacht, die ich beantragt hatte? Ey, Heilung. Ich bin tot. Nee. Jetzt bist du. Nee, ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Gut, wir sehen einfach nichts. Immense Probleme gerade. Jetzt kommt. Geh weg! Genau. Bei dem Rollen. Jetzt hat er dich wieder. Alter. Ich hab's gut versucht zu blocken, aber ich. Aber gut, block ruhig weiter, blocke und heile. Erstmal den Rhythmus rauskriegen. Jetzt kam der Schuss. Ah, ja, hatte ich. Ja, ja, ja. Man sieht den Schuss auch kaum, weil parallel vorher noch. Der ist homing ist. Auch! Der ist wirklich homing auch! Energie! Ja, egal, muss sein. Okay, anvisieren und dann wirklich mal das Muster rauskriegen. Du dumme Sau! Weg! Dumme Sau! Das hat übrigens null gebracht. Ey, du hast. Doch, er hat dich. Nein, ich hab was falsch gedrückt! Oh! Ist doch gut, keine Panik. So! Du hältst immerhin durch. Da! Nicht erwischt, du dumme Sau! Bam! Nils. In dein Gesicht! Weniger Ballen treffen! Du musst ihn treffen! Ja, das ja. Arschende, jawohl, das hatte ich nicht erwischt. Das war dumm. Nein, das war gut! Du ziehst zack. Im Übrigen leider keine Energie ab damit. Und zack! Ich glaube, du musst näher ran. Arschende, oh, hat dich getroffen. Oh shit, jetzt musst du nur noch blocken. Zum Glück verlierst du dabei gar nicht so viel. Du bist wieder angespuckt worden. So, jetzt kommt wahrscheinlich wieder der Arsch. Alter! Dumme Sau, ich hab's ungefähr raus. Es ist nur jetzt nicht so einfach nicht panisch zu sein. Pass auf. Achtung, Moment, Arschende kommt. Spratz. Und jetzt schießt. Schieß doch auch mal. Und weg nach. Ah, okay, rechts. Du hast ihn getroffen. Ja. Du hast ihn tatsächlich getroffen. 94. Also es ist. Also noch 20 Mal. Zack. Jetzt kommt der zweite und jetzt kommt der Spratz gleich. Moment, nee, Spratz kommt, sobald sie hochgeht. Ja. Spratz! Ausgewichen, Alter, so und jetzt geil. Schieß doch mal auch mal in die Scheiße! Warum warst du denn abvisiert, du dumme Nudelwurst? Doppelspratz! Er hat einen Doppelspratz gesetzt! Immer da! Es war nicht so fertig! Es ist unfassbar schlimm! Los, komm! Nein! Weich doch aus, du! Vermaledeites. Aber du hast Gerät. Ein bisschen Energie sogar noch abgezogen. Du hast schon zwei Mal getroffen, ich blocke. Nur blocken. Okay, Energie. Nein, dreh dich um, bitte. Ja, block. Energie. Boah, es dringt Energie. Sehr gut. Alles gut, hast volle. Blocke. Du musst den mal anvisieren, das ist sonst ja, immer ich Probleme weiß, das hier. Ist, so, ganz easy jetzt. Pass auf, ich blocke. Ich blocke dich weg, du dummes Schwein. Nee. Du brauchst auch gleich wieder Energie. Ich würde jetzt schon mal was nehmen. Ja. Ah, diese Spinnscheiße. So, jetzt. Kein Bock mehr auf dich. Alter. Pass auf. Es ist ja eigentlich, in der Theorie wissen wir es ja. So. So. Du kannst es schaffen, Nils. Jetzt. Du kannst es wirklich schaffen. Oh, der ist. Ich bin nicht. Roll dich! Oh! Ja, du hast doch geklappt, jetzt nicht wieder aus dem Rhythmus. So, und jetzt kommt der Spratz. Achtung, Spratz. Hat dich erwischt. Du musst wirklich anvisieren. Ja, so, genau. Ja. Nicht. Doch, du hast getroffen. Aber zu was? Für einen Preis. Nee, aber du hast getroffen. Das ist immer, ja, immerhin. Du hast schon mehr Energie abgezogen als ich. Ja. Achtung, Spratz. Sehr gut. Ich hab gleich kein Mondgras mehr. Ich wollte gerade. Ich habe zu spät das Mondgras gesehen. Schieß. Das war der Spratz. Schieß. Kann nicht ausweichen, ich muss es so machen. Spratz. Ja, okay, und nee, ist gut. Jetzt kommt der Spratz. Ja, entkommen. Ah, du hast. Ich glaube, ich sogar ihn getroffen. Naja, ich habe ihn auch getroffen. Fast keine Energie mehr. Du, nicht er. Der Spinnerich. Oh. Ja, es ist so schlimm. Ja, genau dazwischen gestanden und geschossen. Perfekt.
Schilde hoch. Du hast fast die Hälfte. Du musst ein bisschen energieschonender kämpfen, sonst schaffen wir es nicht mehr. Ja. Dieses Feuerbälle abwehren. Ich würde lieber versuchen, wegzurollen. Ja, ich kann nicht Weil, wegrollen, wenn ich in der... Ja, wenn du, hier, ja, wenn jetzt. Du befleckt bist. Oh! Ey, wie der exakt an die Stelle, ne? Der macht das immer wieder. Man ist gerade dabei, den Feuerball abzuwehren, dann kriegt man schon die Spratze ins Gesicht. Achtung, jetzt kommt's! Nein, ich bin da reingelaufen! Oh, wie dumm! Aber du hast die Hälfte. Nils, Energie! Energie! Wegrollen, ja, Energie! Ich kann jetzt nicht. Einer noch und du bist tot. Das war's. Das war's, scheiße. Ja, wenn ich mich geeignet hätte, hätte ich mich getroffen. Ohne Scheiß, die Hälfte weggezogen, da bin ich wirklich bin ich beeindruckt. Aber das war, nee, das war nicht pass schlecht. Auf, das war eigentlich mega schlecht, weil der Rhythmus ist immer der gleiche. Feuerbälle, dann kommt der Spratz und dann muss man sie kriegen und dann muss man sich auch sofort zurückziehen. Einmal schießen und wieder wegrollen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sie den Rhythmus unterschiedlich machen. Ja, der ist auch ein bisschen anders, aber gerade manchmal schießt sie zweimal. Wenn man da in der Mitte steht, hast du ja gesehen, wenn man da so dazwischen steht, kann das ganz so klappen. Wir wissen ja grundsätzlich, was wir machen müssen. Es war jetzt aber panisch und dumm und wir brauchen vor allem den fucking Halbmondgras und wir haben nichts mehr. Weil wir wissen immer noch nicht, wie wir hier jetzt hochkommen. Diese blöde Abkürzung. Pass auf. Nee, wir müssen dann, glaube ich, jetzt einfach den Weg nochmal zurückgehen, wo wir das letzte Mal waren. Hier geht's auch nicht runter oder so. Um Gottes Willen. Ein Geheimnis. Das da liegt doch irgendwas. Siehst du da irgendwas liegen? Ja, aber ich habe keine Vielleicht Abkürzung. Ist das voll wichtig. Das ist ein Item, ne? Ich würde vorschlagen... Soll ich das Item holen? Oder ist das dumm? Ich frage jetzt... Wie willst du denn hinkommen? Ich könnte ja runterhüpfen oder sterben. Nee, stirbst du. Kannst ja nicht mal da über die Zinde springen. Na gut. Aber irgendwie soll das doch so sein. Irgendwie muss ich doch da hin. Vielleicht ist da eine Öffnung und man kommt da später hin. Genau, was ich sagen wollte ist, wir können probieren, wir haben echt nichts mehr zum Heilen. Das ist ja die Katastrophe, ey. Vorsicht. Ob wir den Weg gehen, den wir in der zweiten Folge gegangen sind. Ja, jetzt dachte ich schon, oder? Dass wir jetzt einen anderen Weg gehen. Und versuchen, einen Shortcut. Ach komm, ey, das ist so crap. Ich meine, das waren die kleinen Kieselsteine, die mir da gegen mein Knie gespratzt sind. Darf ich dir einen Vorschlag machen? Sei nicht so ungeduldig jetzt. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Gegen den Seelen, meinst du? Ja, nee, weil wir einfach auch kein Halbmondgras mehr haben. Lass dir Zeit. Ach, falsche. Nicht, dass du jetzt hier irgendwie bei einem dummen Gegner, der eigentlich kein Problem für dich ist, aus Ungeduld... Soll ich denn dann parieren oder lieber nicht? Naja, ich würde jetzt nichts riskieren, wir haben keine Heilung mehr. Du kannst ihn einfach aus der Entfernung platt machen. Okay, na gut. Also ich würde hier echt das nicht mehr... Das ist unnötig jetzt hier irgendwas. Haben wir denn für Mana überhaupt was zum Auffüllen? Ja, da gibt es auch irgendwie so ein. Haben wir das? Ja, ja. Weil gleich, das Kraut. Brauchen wir ja gleich auch, ne? Ja. Oh Mann, das ärgert mich. Ich habe gerade so dumm gespielt mit der dummen Spinne. Das hätte ich jetzt viel. Ah, du Tryhard, Alter. Das war doch gut. Heul jetzt nicht noch rum. Fishing for Compliments. Nein, hier. Überhaupt ich werd nicht. Wahnsinnig. Ich hab's ja an mir gemerkt, dass ich einfach teilweise völlig panisch geworden bin. Und nicht die Ruhe behalten habe. Ja, aber das war schon gut, ey. Ah, schon wieder. Ja, der Hund kommt zu dir jetzt zurecht. Ja. Der Hund hat sie angetan. Ey! Du hast die Anvisierung rausgenommen. Ich sterbe jetzt. Ich sterbe jetzt hier halt einfach, ne? Schon wieder bei den dummen Hunden. Ich hau jetzt ab, ich hau jetzt ab. Ich will weg, ich will weg, ich will weg. Ich hab so keinen Bock drauf. Vorsicht, das sind die Schleuderer. Ey, das ist was Geiles. Nice. Oh, die trauen sich ja. Ey, ich hab's wirklich versucht. Colin, verpiss dich! Bist du gerade. Hast du eine Erschütterung der Dark Souls-Macht gespürt, oder warum kommst du her? Ich wollte aufs Klo, da war besetzt und hab ich euch so fantastisch harmonisch gespielt. Komm her. Komm doch her. Colin, komm doch einfach her. Setz dich doch zu uns. Setz dich doch trotzdem mal her. Komm, setz dich doch. Weil du musst uns wirklich, du kannst uns jetzt eventuell mal helfen. Oh. Komm, ich geb dir mein Mikrofon. Du musst uns mal ein bisschen erklären, was du mit der Spinne machst. Ach, die Spinne. Die haben wir ja schon fast hingekriegt. Aber sag uns lieber, wo die Abkürzung zur Spinne ist. Hilf dir mir jetzt mal bei der Spinne und vor allen Dingen bei der Abkürzung. Das ist Letzteres. Das Problem, der kommt natürlich jetzt genau in den Moment. Jetzt müssen die Erinnerungen angezapft werden, die ja teilweise schon viele Jahre zurückliegen. Also ich muss sagen, ich habe die Spinne immer nur samt und sonders per Fernkampf gemacht. Ja. Das wollen wir auch. Das wollt ihr auch. Und dann ist die auch eigentlich nicht so dramatisch, ne? Nee, also ich glaube, mit Pfeil und Bogen habe ich die sogar damals gemacht, weil das... ich weiß nicht mehr, wie der Lock-on war jetzt, was die Magie angeht. Die arbeitet ja, glaube ich, viel mit Seelenfeinden. Ja, ja. Mit den sehr, sehr guten. Ich habe zu oft den Lock aus Versehen gelöscht. Ja. Das hat mich gerade viel Nerven und Blut gekostet.
Aber ja. Also wir haben die Spinne gerade zur Hälfte gehabt. Ich weiß nicht, ob die noch zu irgendwas mutiert, was uns dann nochmal nervt, aber das ja. Wollt ihr ja auch nicht wissen. Wir haben das Grundprinzip ja schon. Nice. Das Grundprinzip mit der Spinne haben wir, glaube ich. Simon, das würde ich nicht machen. Oh oh. Ja, ich muss doch. Du furchtloser alter Mann. Genau, aber was uns halt nervt, ist, wir müssen immer das komplette Level jetzt bis zur Drecksspinne. Ey, Entschuldigung, aber jetzt gerade, tut mir leid, das war wirklich, wirklich scheiße. Das war wirklich, wirklich scheiße, ich weiß schon. Aber es liegt auch teilweise daran, jetzt in dem Fall. Nee, es war einfach scheiße. Hast du nicht eine Ausrede parat? Was hast du denn immer gesagt? Kann passieren. Ja, kann passieren. Also ich hab nie eine Ausrede. Ich hatte immer Wechseljoypads, die ich kaputt werfen konnte, parat. Ach, in solchen Situationen. Ja, natürlich. Weil was soll denn das Phishing für Ausreden? Ja, es gibt, oh Gott, die Abkürzung zu Spinnen. Oh, kann ich hier Spinnengeld? Kann ich hier? Nee, gar nichts. Null. Wir haben null. Null Euro. Hello. Ja, okay, ich muss mich kurz entschuldigen, weil das war wirklich gerade dumm. Aber ich bin auch gerade ein bisschen aufgeregt, weil das war so spannend gerade mit Nils. Ey, der hätte es beinahe schaffen. Ja. Der hätte es eigentlich schaffen können. Ich hab versaut. Ich ärgere mich über mich selbst. Ist das, welcher Bossgegner ist denn das überhaupt? Ist das die riesige Spinne? Nee, aber ich meine von der Anzahl. Zweiter, oder? Also die Phalanx war quasi Phalanx der erste. Ja, genau, dann kommen wir ja gar nicht vorbei, sonst könnt ihr hier noch gar nicht sein. Und ihr habt euch jetzt entschieden für diesen Weg. Also diesen Kaltstein jetzt zu besuchen. Ja. Das ist spannend. Wir wollen halt nicht jedes Mal das ganze Level laufen bis zur Dreckspinne, weil wir werden das wahrscheinlich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal verrecken. Und Colin kommt schon ins Bild. Du musst gar nicht im Bild. Ja, setz dich doch einfach diese Kombination aus schwerem Spiel, schlechter Erinnerung. Jetzt habt ihr mich genau da erwischt. Ihr seid doch immer, macht doch immer einen auf schlau hier, ne? Ihr Souls-Experten. Ach, das versuche ich gerade. Wir wollen einfach nur ein bisschen Liebe und Hilfe und dann sind wir auch happy. Ich muss ja wirklich sagen, das ist eines der. Ich finde, das sieht auch immer übrigens noch okay aus. Ich habe mal mit Denzel drüber gesprochen und er meinte, das ist halt total schlecht gealtert, kannst du heute nicht mehr machen. Aber ich finde es vollkommen okay. Also jetzt nicht jede Textur, aber. Ja, das ist echt 8 Jahre oder so, ne? Das? Ja. Ja. Das ist auch gar nicht so schlecht. Nee, das finde ich auch. Vor allem, nee, er müsste auf jeden Fall nicht den ganzen Weg machen. Das ist ja schon mal klar. So, oder hier diese Hunde. Nee, zurück. Einen schönen Stein. Knödel noch. Diese Hunde machen mich fertig. Ja. Diese Schnellen hier. Der Nils kriegt die immer hin, aber mich? Da kommt er schon. Oh. Ja. Einfach da. Entschuldigung. En garde. Mann, so eine Kacke. Das macht mich richtig wütend. Ja, die Hunde sind aber auch in Demon's Souls, meiner Erinnerung nach zumindest, da sind die am schlimmsten. In keinem der späteren Teile. Gut, das hilft euch jetzt nicht so viel. Nee. Aber, Colin. Aber gut zu wissen. Ja. Während ich hier. Ja, wenn du da. Rosinen esse, was die Leute feiern. Ja, klar, essen. Das kam komplett gut an. Rosinen hasse. Wo ist denn jetzt hier die Abwehr? Ey, ja. Ich bin. Ihr seid mit dem Aufzug ja schon hochgefahren wahrscheinlich, ne? Soweit das da. Ja, aber da, also wir haben eine Abkürzung, haben wir freigeschaltet. Also beziehungsweise vielleicht ist wahrscheinlich nicht mal eine Abkürzung, sondern eine Notwendigkeit. Aber weil diese Lava dann weggeht, man kommt da anders gar nicht hin. Aber es muss ja irgendwo auch noch eine Abkürzung geben, die so ein Shortcut zum Endboss, weil das ist ja albern, jedes Mal ist komplett. Das macht doch kein Schwein mit. Also es gibt keinen perfekten Shortcut. Es ist nicht so, was du startest, fährst einen Aufzug runter und dann ist er der Boss. Nö, aber ein bisschen näher ran. Ein bisschen näher ran wäre schon besser. Also es ist doch der weiteste Weg gerade. Teuflisch noch eins. Ihr guckt aber auch nicht mehr in Wikis, ne? Nein, das ist auch gut so. Ich war so. Erst wurde es gesagt, wir sollen es machen, dann wurde gesagt, wir sollen es nicht machen. Jetzt haben wir es gelassen. Ja, ich glaube, das ist auch schöner. Ey, ich find's auch. Also es war eher für mich verwirrend, weil die Wikis sind so detailliert, dass man da überhaupt keinen Durchblick mehr hat. Ja, man muss ja auch sagen, Demon's Souls ist ja auch, was die Komplexität von so Hintergrundmechaniken und verschwurbelten Mechanismen, die irgendeine Auswirkung auf irgendwas haben, das ist ja nochmal deutlich schlimmer als teilweise die Nachfolger. Also was da so diese World-Tendencies, Character-Tendencies, da gibt's so ein paar Dinge, die wirklich. Ja, wir haben den Drachen zum Beispiel gar nicht gesehen. Der erste irgendwie. Nee. Ja, weil er gerade die falsche Tendency war oder so. Ja, das. Vorsicht, der blöde Sack hier. Nicht ungeduldig werden. Da gibt es auf jeden Fall keinen Durchweg, da müsst ihr außen rum. Ja. Ey, sobald du was siehst, was dich an den Shortcut ich erinnert. Ich versuche mal mitzudenken. Gerade, also hier gibt es in diesem Bereich nichts. Nicht ungeduldig werden, bitte, Simon. Ach ja, Captain Feuerboy, ne? Captain Feuerboy. Er lacht immer so schäbig. Herrlich. So ein Harlekin in der Geisterbahn oder so. Nee, ungeduldig war das. Nee, weil er, er hat eine andere Animation gezeigt. Ja. Sehr gut. Also gut und schnell reagiert. Ja. Macht überhaupt viel mehr Sinn, den da drin zu machen, übrigens. Ich habe Angst gehabt. So, ist hier noch der.
Wir haben nichts mehr zum Heilen, ne? Oh, da gibt's ein, zwei Überraschungsboys, ne? Ja, ja, die haben wir ja alle schon. Ja. Die Überraschungsboys. Der macht die gar so nichts. Um die Ecke stehen, ja, er ist mega lame. Er hat wirklich keinen Bock mehr. Er haut Jahren ja nicht mal mehr. Nee. Er steht da wirklich rum und denkt, es ist nur noch über sich ergehen. Er ist schon offline. Ey, ja, was geht mir ab, offline. Ey? Der macht ja wirklich nichts. Er ist nur noch Textur. Ach, herrlich. Und dann stirbt er immer so theatralisch. Ja, boah. Jetzt geht er wieder nach Hause. Oh, Schatz. Oh, hier ist der nächste. Ja, genau, das ist mein Peter Überraschungsheimer war das. Was? Ja, stimmt, ihr habt noch. Ja, die ganzen Erinnerungen kommen jetzt wieder hoch, so an diese. Das, ihr habt ja richtig ordentlich, könnt ihr noch hier Magie reinhauen, ne? Cool, hat noch! Ups, sehr gut. Ups, okay. Ja, wir haben dieser Seelenfall ist am Anfang relativ mächtig. Oh, ja, ist das ganze Spiel aber übrigens. Gerade bei Bossgegnern muss man sagen, verglichen mit späteren Teilen, man kann sich das Leben hier insgesamt teilweise schon relativ leicht machen mit dem Seelenfall. Ach echt? Mhm. Ja, aber ich finde also relativ leicht. Nein, wenn es angeboten wird. Definitiv. Ich finde das auch, also da jetzt zu sagen, man spielt auf Ruhm und Ehre, also. Ja, vor allem, er ist ja dadurch in anderer Hinsicht schwächer. Es ist ja ein Charakter, der eben das als Feature hat und dafür woanders schwächer ist. Also, es ist ja auch nicht so, als ob der Seelenfall, sieht man ja, dass das ein Garant ist, da durchzukommen. Im Gegenteil. Ey, du kannst eigentlich jetzt auch an dem vorbeilaufen, fällt mir gerade ein. Ja, ich will die Punkte aber. Ich will den nur eben. Ja, aber das ist genau die Einstellung. Oh, shit. Okay, ich laufe an ihm vorbei. Oh Gott. Haben wir noch irgendwas? Ich hab nichts mehr. Oh Gott. Oh. Ich brauche diesen scheiß Shortcut jetzt. Auf der letzten Felge. Guck das mal, ich hab null Energie. Ich hab ja gar nichts mehr. Was mal, okay, renn doch mal, versuch doch mal. Den Königslotus und bringt das irgendwas? Jetzt irgendwas? Hier glaube ich nicht. Scheiße. Aber du habt ja mal in die Beschreibung geguckt da rein, ne? Nein. Ihr geht auch, das, ihr wollt das selber rausfinden. Durch Benutzen rausfinden, was. Naja, in dem gut. Fall jetzt durch Colin-Fragen heraus. Ja, das Problem ist meine Erinnerung. Nicht. Also, Scheiße. Grundsätzlich ist es ja, dass diese Krautvarianten, also Grasvarianten, ne, die geben dir Lebensenergie. Das habt ihr ja sicherlich. Das ist ja verschieden, allgemein bekannt. Ja. Genau, das ist ja quasi. So, pass mal auf, Simon. So. Ja. Wir sind nämlich jetzt immer da links hochgegangen. Geh mal geradeaus. Können wir noch weiter? Ja. Da geradeaus. Mhm. Da geht's. Also, hier geht's nicht weiter, aber da oben ist jemand. Ja, dann schieß ihn um. Kommst du da hoch? Nee, ein Stück zurück. Was? Ein Stück zurück. So. Aber ich meine, dann musst du halt doch die Treppe hoch, aber dann halt eine andere Abzweigung nehmen oder sowas. So. Dankeschön. Die spammen auch nur Scheiße, diese ganzen Demon's Souls-Leute, ne? Selten mal was Sinnvolles dabei. Ja, also wie. Das ist ja, wenn man seine Spielweise so einer bestimmten Stilistik anpasst, dann ist es ja oft so, dass man irgendwie 20 Items nicht braucht, ne? Die da irgendwie drin vorkommen. Nee, ich meine diese Hinweise von den Leuten. Da steht immer so, oh, ich habe eine lange Nase, lol. Oder so, irgendein Scheiß. Da, das ist ja, hier ist es natürlich, so, hier werden die Leute nicht mehr so gerne in Sackgassen gelockt, ne? Das passiert. Genau, da einfach durchlaufen. Ja, und jetzt nicht rechts, schon nicht rechts. Ja. Es nur, ich meine, jetzt muss ich halt gegen die hier kämpfen. Ja, aber die haben Seelenfall raus. Okay, und aber da gibt's ja einen Fahrstuhl, ne? Ja, aber der Fahrstuhl ist ja rechts. Genau. Näher, da, wenn ihr geradeaus geht, da gibt's doch geradeaus irgendeine Abkürzung in den Anfangsbereich. Ja, das sagst du jetzt so. Es kommt gerade was super. Rechts geht's ja irgendwo zu der Spinne, ne? Genau. Und da kannst du irgendwie jetzt entweder links oder geradeaus was kaputt machen. Da geradeaus. Ja, ich sehe sie, aber ich weiß gerade nicht. Da können wir reinrollen. Genau. Der macht's für euch kaputt. Ach du meine Güte, das haben wir noch gar nicht gemacht, oder? So. Wir tot, ja. Siehst du? Ich weiß nicht, links mal. Oder. Nee, könnt ihr mal vorsichtig vorwärts gehen, aber ich meine, ihr kommt jetzt. Ich will gar nicht. Vorsichtig. Entschuldigung. Ja, nee, ich will das erstmal weghaben. So. Das könnte sehr. Da haben wir dann schon. Ja, das ist noch. Die hauen wir alle weg jetzt, Simon. Schön ohne Heilen, aber das ist doch geil. Ohne Heilen ist einfach Hardcore. Wir spielen das nicht wie die lame Dullies. Welcher Level seid ihr eigentlich? 100. Ich glaube, da haben wir ein, zwei Level ab schon oder gemacht. Sowas. Oder so, echt. Ah, okay. Also, wir haben. Investiert lame. Momentan in komm, ich zeig dir mal kurz, warum nicht, ne? Kann man ja gerne machen. Oh, der hat richtig was gehabt, ne? Mhm. Status, da kannst du ja mal gucken. Kannst ja gerne auch mal eine Kritik abgeben. Naja, ich glaube, es ist immer so eine Sache. Also, Eddie zum Beispiel ist jemand, der immer sehr gerne in Lebensenergie viel gegangen ist. Ne? Ich habe immer ein bisschen weniger, weil ich so dachte immer, oh, nee, komm, du musst schon durch qualitatives Spielen es erschaffen. Letztendlich kommen wir beide zum, oder kommt man zum Ergebnis. Ich glaube, ihr tut euch schon gut dran, euch auf bestimmte Waffentypen vielleicht festzulegen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt lieber auf Magie gehen. Magie auf jeden Fall, dann oder? Ist Magie eine super Sache. Magie sind wir dabei. Ja, und wir haben den Seelenfall und es ist, also wenn wir Magie skillen, wird der Seelenfall dann stärker? Wahrscheinlich schon. Wie war das denn nochmal? Das hat sich mal im Reglement
Nee, ich glaube, ne, Intelligenz nicht? Gibt es noch nicht, ne? Geh mal bitte noch mal drauf. Es gibt doch hier auch schon Select, doch. Wenn ihr auf einen Wert geht. Wenn ihr jetzt Select drückt. So. Und jetzt geh mal runter, dann steht doch genau, was welcher Wert ändert. Also Wille ist für Wunder, Magie ist Kraft. Kraft ja, genau. Zauberer, Intelligenz, MP. Ja, ja genau. Also Magie ist die Stärke, Intelligenz ist die Masse der Punkte. Also, und Wille sind Wunder. Ja, habe ich aber nur mal so, weil Leute gemeckert haben, dass ich einfach ohne dich zu fragen abgegradet habe. Ich habe Intelligenz und Magie abgegradet, was absolut richtig ist. Das ist so eine Kombi, natürlich. Du kannst häufiger du also sagen, und stärker. Als Dark Souls-Veteran würdest du sagen, das war ein sehr gutes Level-Up. Wenn du in Magie gehen möchtest, jetzt, wenn du sagst, du willst da bleiben, würde ich sagen, ja. Weil du diese Fernkampf, das ist in Demon's Souls. Ist nee, das nee, ich würde. Danke, Kollege. Ich würde das vielleicht kombinieren jetzt mit. Also es gibt ja Waffen, die, wenn es um Waffen geht, ihr könnt auf Stärke gehen oder ihr könnt auf Beweglichkeit gehen. Es gibt verschiedene gute Waffen, die teilweise mit Stärke eher skalieren. Es gibt auch alle möglichen Mischformen. Ich weiß genau, dass jetzt ganz viel, stimmt ja alles gar nicht, ist Bullshit. Aber ihr solltet nicht zwingend beides parallel hochskillen, sondern sagen, vielleicht geht ihr eher auf die schweren, starken Waffen, die mit Stärke skalieren, oder ihr geht eher auf die, naja, wie soll man sagen, die etwas schnelleren Waffen, die in der Regel eher mit Beweglichkeit skalieren. Also ich habe nichts dagegen mit Stärke. Also einmal richtig zuhauen und es funktioniert, ist gut, wenn wir das Ausweichen gut hinkriegen. Ja. Also das ist so eine Gefahr, die ich sehe. Wenn ich mich recht erinnere, Kondition ist mir immer grundsätzlich wichtig. Also mehr Rollen, mehr Schlagen etc. Also handlungsfähig bleiben. Ja, war mir immer wichtiger als Vitalität. Ich glaube, Eddie ein bisschen anders. Da ist auch, genau, besagter Aufzug. Hammer, Colin, du hast uns gerade... Ja, so halb, ne? Der Hunger kam beim Essen. Aber der Hunger kommt, das ist geil, ne? Aber nee, ist wirklich gut. Wir wären jetzt zwar da lang gegangen, weil das unser Plan war, uns umzugucken. Aber danke trotzdem für die Tipps und Hilfe. Ja, das war also sehr das gut. Ist jetzt... Du musst jetzt nicht gehen. Kondition oder Stärke? Ja. Vielleicht würde ich mich da eher festlegen. Man kann auch beides ein bisschen, um vielleicht mal Waffen auszuprobieren. Manchmal muss man ja erstmal so eine bestimmte Stufe erreichen, um zu sagen, jetzt weiß ich, wie sich die schwere Axt anfühlt. Vielen Dank auch. Aber es gibt natürlich hier noch keine Möglichkeit, Punkte neu zu verteilen. Das kam erst in späteren Teilen dazu. Also ihr könnt euch sozusagen verskillen, wenn ihr wollt. Aber das ist nicht dramatisch. Kondition, Stärke oder Beweglichkeit, meinetwegen auch Vitalität, ja, und Intelligenz und Magie, wenn ihr den magischen Weg weitergehen wollt, dann ist das super. In einem anderen Spiel, von dem ihr gesagt wurde, ich darf es nicht mehr erwähnen, gibt es ein Buch der Reinkarnation, durch das man alle seine Punkte quasi wieder kollektiv hat zum Ausgeben. Gibt es hier sowas Ähnliches? Das gibt es, glaube ich, erst ab Dark Souls 2. Kaka! Bei 1 bin ich nicht sicher, aber auf jeden Fall noch nicht hier. Na gut. Ja, aber jetzt habt ihr den wunderbaren Shortcut. Ey, vielen Dank. Das hat uns jetzt schon geholfen. Jetzt ist die Spinne. Ich guck mir gerne noch einmal die Spinne mit. Die Spinne hat mehr oder weniger jetzt keine Chance mehr. Ich kann's gut meine Energie direkt sterben. Ja, aber geh doch einfach zurück. Ich meine, dann sind die Seelen wenigstens nicht. Ja, dann geh in den Nexus. Jetzt echt? Ich gehe in den Nexus und dann. Ja, dann kannst du ja wenigstens die Seelen ausgeben, ne? Ja. Reicht das denn 800? Kriegt man dafür was? Ich weiß nicht, wo er. Aber deine Health ist voll. Ja. Und was bringt das jetzt, so zur Spinne zu rennen? Ja. Der Colin hätte die gern gesehen, die Spinne. Ja, aber er kann ja noch bleiben bis zur Spinne. Wir meine Blase, jetzt wo ich gerade entspannt sitze, ist auch. Pocht nicht mehr ganz so schlimm. Ja, wir müssen. Du darfst auch wiederkommen, nachdem kann ich hier. Soll ich hier lang? Nee, zu dem Fahrstuhl. Ja, ich wollte ja nur mal gucken. Ich bin halt neugierig. Ja, ich meine, wenn der Fahrstuhl natürlich einmal, wenn so ein Shortcut einmal frei ist, dann läuft es sich auch beherzter in unbekanntes Terrain. Ne? Das ist Aber auch so ein Fahrstuhl kann natürlich auch eine Todesfalle sein. Ich sag's nur. Ich weiß. Das sieht schon nicht mehr so aus. Genau. Das sieht nicht aus wie ein guter Fahrstuhl, wo ich gerne, okay, da und dann einfach runterhüpfen. Das. Ausgezeichnet. Ja, danke. War links, das sind die typischen Sachen, ne? Auch mal rollt vielleicht mal. Wo muss man denn hier? Und jetzt? Ja, und was jetzt? Nicht runterspringen, lass dich im Zweifelsfall fahren. Oh. Du musst nämlich auf halbem Weg. Das ist noch ein neues Gebiet, ja? Das ist wirklich ein neues Gebiet. Ja, aber krass. Auf der Zwischenebene, wo du jetzt bist, da ist quasi hier, wenn du hier, glaube ich, rausrollst oder gehst, ganz lässig. Jetzt bist du wieder am Anfang. Hast du gesehen, aber ein neues Gebiet. Ja, also ein neuer Teil. Einmal kurz gucken, ob ich hier nicht unter Umständen mit den Seelen was kaufen kann. Und zwar ganz viel Gras. Sichelmond. Ja, immerhin 5. Wie war das nochmal, wenn ihr zum Nexus geht und euch regeneriert? Ja. Oder wenn ihr sterbt? Gibt es da immer so eine Basisausstattung an Gras? Das weiß ich nicht. Also an Health, bei den späteren Teilen haben die das ja gegen so eine wieder auffüllbare Heilflasche getauscht. Also da hast du so und so viele Füllungen und jedes Mal, wenn du stirbst, wird die wieder voll. Stimmt, ich erinnere mich. Nee, das, ich glaube, ist ja anders. Komme ich hier mit zurück, oder? Ja. Keilstein. Ich würde mir von diesem Spiel so einen Remaster wünschen. Tatsächlich. Ich denke, das wird auch kommen. Oder Sie sagen immer nein, weil es gibt ja diesen einen Keilstein.
zum Land der Giganten oben rechts, der kaputt ist. Na, das ist auch kein Spoiler, da wird das nicht. Das ist einfach nur kaputt. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, die haben da eine Vision gehabt. Und dieses Land der Giganten, wenn man erstmal in dieser Welt so drin ist, das baut ja alles so Gedanken und Vorstellungen auf. Und was, wie könnte das aussehen? Shadow of Colossus. Ist das dann? Lustig wäre das denn? Ja, warum nicht? Meine Level-Ups, die hole ich mir doch jetzt hier oben. Ah, nee. Hier bin ich bei der Madame. Bei der Madame, ach, ich dachte, genau. Die sitzt ja mal da, mal dort. Wir haben jetzt alle. Ja, aber wir haben jetzt volles Helm. Ja, aber wir haben ja eigentlich uns lieber volle Energie geholt, ne? Und auch grundsätzlich nur einmal Gespräche mit NPCs immer so lang, bis du das Gefühl hast, sie wiederholen sich, ne? Also, die muss man mal zu Tode quatschen, weil manchmal triggert das dann wiederum. Nee, nichts kann ich machen. Aber war das jetzt dumm, es in Energie zu investieren? Naja, wie gesagt, ich glaube, ich bin nicht mehr sicher, wie es ist, wenn ihr sterbt. Ihr habt keine Basisausstattung, bekommt man, ne? Ich bin da nicht mehr. Drück mal einmal nach unten, bitte. Nee. Wir haben jetzt. Hast du 7 gekauft gerade? Oder hast du 2 bekommen? Ja, ich habe 5 gekauft. Hast 5 gekauft? Ich habe 2 bekommen durch den Nexus. Ja, okay. Dann könnte das. Na, immerhin. Weil ich überlege gerade, ich kann mich da jetzt echt nicht mehr dran erinnern. Ja, das wäre dumm, ne? Vielleicht hätten wir von vornherein 7 bekommen. Nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Also, du kriegst normalerweise immer so 3. Ja. Oder 2. Also, kenne ich es von einem anderen Spiel. Wurde dir das. Achso, das wurde dir schon. Diese ewigen Vergleichszieher. Community mag das überhaupt nicht, obwohl ich finde, dass Nioh ein sehr, sehr unterhaltsames, spaßiges und sehr anstrengendes Spiel ist. Nee, fast schon. Ja, das ist halt. Ich fand es super. Mir macht es voll Pile Spaß. Of Shame immer noch. Ey, ich habe voll Bock. Er hatte damit viel Ärger, aber auch viel Spaß. Also, ich. Verstehe nicht, dass das in der Dark Souls, gerade Nioh, dass das in der Dark Souls Community irgendwie so verhasst ist, werde ich nicht verstehen. Aber da ist ja alles verhasst, was nicht Dark Souls ist. Ich glaube, das ist wie immer, ne? Je intensiver man etwas liebt, desto weniger leicht fällt es einem dann mögliche Konkurrenz. Ja, das ist ja, glaube ich, kann man unterschiedliche Meinungen intensiv lieben. Ja, ich weiß schon, aber das. Also ich bin Polyamor, ich kann alles lieben. Ich kann viele Dinge lieben. Simon, ich kann einen Rudelbums machen mit Nioh. Hinter dir. Du willst zu spinnen, ne? Ich will zur Spinne, genau. Ja, gut, ich will nur, nicht, dass du. Oh, okay. Ach, den Pferdewagen kannst du nicht durchrollen. Da jetzt eingekerkert bist. Da kannst du doch durch die Barriere, oder nicht? Ja, wenn ich jetzt rolle, dann rolle ich den aber wirklich direkt ins Schwert. Ah, okay, dann mache ich sie doch. Ja, du hast den. Ich hab dich für den Rapier da entschieden. Den haben wir von Anfang an gehabt. Der hat aber auch. Also bis dato ganz gut funktioniert. Wir haben ja die meisten schweren Sachen mit dem hier Fall gemacht. So, jetzt. Ja, kommen die denn jetzt zu dir oder was? Nee, ich roll da mal so durch. Ja. Jetzt, wo er nicht guckt. Hast du was gehört? Nee. Lululu. Shit. Aber das finde ich schon KI-mäßig gar nicht so scheiße. Wenn du 5 Sekunden nicht weiterkommst, KI, dann macht eine Kaputtbewegung. Vielleicht ist es zerstörbares Level-Inventar, was dich hindert. Ne, das heißt, ich finde es auch gleich smartes Gefühl. Ja. Also das ist jetzt kein Hexen. Nein, doch, aber du willst ja, dass der Gegner eben sich nicht durch sowas Einfaches aufhalten lassen. Und ich finde es auch cool, dass sie einem wirklich hinterherlaufen, auch in den nächsten Raum, den übernächsten Raum. Das ist natürlich frustrierend auch, aber es macht Druck. Okay, jetzt gehen wir zu Spinny. Spinny! Das ist fantastisch, wie langsam diese Laufgeschwindigkeit da ist. Da könnte jetzt gerne jemand in der Regie vielleicht den Spinny-Song schon mal vorbereiten. Ich finde den immer sehr gut für solche Momente. Ich glaube, du schaffst das jetzt. Ich glaube nicht. Wir haben das Grundprinzip ja, glaube ich, wir haben es jetzt ja einigermaßen. Es ist nur was anderes, dir dabei zuzugucken und den Rhythmus sich so abzugucken, als komplett nochmal neu mit der Spinne, sage ich mal, in einem Raum zu sein. Denk dran, einfach wenn du genetzt bist, dass du nicht panisch wirst, sondern deine Schildkröte hochreißt. Der Typ erstmal. Ja. Ach ja. Ach, den müssen wir auch noch jedes Mal machen. Ey. Captain Pulverfass. Oh, wie häufig bin ich da schon überflüssig gestorben. Der lacht wie Goofy. Stimmt, so ein bisschen wie so ein sinister Goofy. Glucksendes, wie ein böser Goofy. Komm jetzt! Jetzt macht er macht Vorsicht. Ja, da sind noch was. Oh, immer bleiben die stehen. Na gut, aber nehmen. Kannst du jetzt auch nach rechts jetzt? Nach rechts. Oh. Ja, siehst du, der hat noch geklappt. So ist gut. Alter. So, hier ist nämlich eine ganz gute Ecke. Mhm. Kannst ihn schön wegdroppen. Ja, das freut. Es wirklich bereitet ihm sehr große Freude. Ja. Der hat wahrscheinlich den Zauber erst gestern gelernt. Das ist übrigens so ein klassischer Fall, wenn du das einfach anguckst und du siehst diese Pattern und du denkst, meine Güte, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Ja. Es kann einen trotzdem zur Weißglut treiben. Natürlich. So sind diese, ach ja, jetzt kommt der Feuerball, oh, ich weiche aus, wow.
Es ist alles sehr behäbig. Ja. Also auch der eigene Charakter bewegt sich sehr behäbig. Und das, daran muss ich mich wirklich erstmal umgewöhnen auch. Ja, wenn ich kenn's ein bisschen anders. Ich kenn's wirklich sauschnell. Jetzt hör mal auf mit Neo. Warum darf ich das denn nicht? Weil, das ist so, als wenn du eine Freundin hast und redest die ganze Zeit von der Ex. Ich versuch doch nur zu vergleichen. So, aber meine Ex oder das eine ist schnell, Ex, das andere ist halt behäbig. Irgendwie, ich verstehe den Hass. Über dich werde ich auch mal so reden. Na gut, also darf ich dann wohl nicht mehr. Doch, aber nicht. Ja, aber auch innerhalb der Souls, da kann man ja wenigstens firmenintern bleiben. Ich kann keine anderen Souls als Referenz ziehen, weil ich keine anderen kenne. Aber das kann ich für dich tun, weil es tatsächlich, man sieht vom Zuschauen her, das sind ja, wenn man so Teil eines schleichenden Evolution ist, dann hat man ja manchmal gar nicht so einen radikalen, wie war es ganz am Anfang, wie ist es in der Jetztzeit. Und hier sieht man das total. Das ist total spannend. Schon beim Zugucken merke ich, meine Güte, ist das behäbig. Meinst du jetzt unser Charakter speziell oder jetzt? Nein, ganz speziell, die allgemeine Geschwindigkeit. Wird der noch viel schneller? Nee, ihr kriegt ja keinen Megasporter. Spur der. Also das ganze Spiel ist halt ein bisschen. Dann die Musik. Also ich muss sagen, Demon's Souls hat ja meine absolute Lieblingsmusik von allen Souls-Teilen. Weil der erste Teil so fantastische Themen hat. Und ich weiß nicht mehr, welches Thema da jetzt bei der Spinne kommt. Ich weiß auch nur, dass es sehr beeindruckt. Also das Thema bei der Spinne weiß ich nicht, aber die Musik generell im Spiel war schon irgendwie sehr episch und gibt schon die richtige Stimmung. Ja, also man, auch das Intro war richtig. Ich hätte das jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das Spiel geht los und du bist einfach irgendwo in dieser Welt und musst eben alles selbst rausfinden. Aber es hat ja wirklich ein episches, geiles Intro, was auch ein bisschen Story noch. Ja, bietet. So ein bisschen, genau. Und wie so oft machen wir vor der Spinne ein bisschen Werbung. Ihr seid dringend aufs Klo. Ja, ihr könnt zusammen aufs Klo gehen, das ist super. Und wir warten hier an dieser Stelle, wenn wir gleich zurück sind. Was? Nicht? Nein, nix. Wenn wir gleich zurück sind, dann haut Simon die Spinne weg. Ich freue mich drauf. Hier ist ein paar kleine Nüsschen noch so. Bis gleich. Ich gucke mir sehr gerne den ersten Spinnenkampf noch mit an. Bis gleich. Den ersten, siehst du, er denkt schon, dass wir es nicht. Na ja, abwarten. Zurück bei Demon's Souls. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ihr wollt es sehen. Ihr wollt sehen, wie wir die Spinne legen. In trauter Eintracht sitzen wir hier auf dem Sofa. Nils, der eben die Spinne schon zur Hälfte erledigt hat. Mhm. Die Spinne hat Angst vor ihm. Sie erzählt ihren Kindern von ihm, all ihren 3000 Kindern erzählt sie, wenn der Nils nochmal kommt. Aber dann sieht sie, dass ich da vor dem Nebel stehe und macht sich wenig Sorgen. Du bist dazu da als moralische Unterstützung? Ja, die einen sagen so. Ne? Helfer auch. Ja, ich finde es super spannend, weil für mich werden hier Erinnerungen angezapft. Und an diesen Kampf kann ich mich auch gut erinnern. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das jetzt machen werdet. Ihr. Ich sehe hinten die bösen Augen dieser fetten, gierigen Bestie. Dann lauern sie schon. Kurz mal alles checken. Ich habe wenig Energie, ich muss mit der Energie haushalten. Hilf mir die Königslotus. Ich bin nicht mehr genau sicher, was Königslotus macht. Ich glaube im Vorfeld nicht. Okay. Aber du kannst ja immer mit Select auch gucken, was macht ein Dings. Ich würde gern, oh nee. Also ins Aber Menü. Und dann da noch mal Select drücken, ja? Ach nee, hier steht ja alles. In diesem Fall steht es ja sogar unter den hier, so. Genau. Halt Vergiftungen. Ah nee, das ist Königslotus. Ja. Halt Benutzer von Gift. Die Spinne hat uns scheinbar noch nicht vergiftet. Ihr habt, oder? Aber ihr seht schon, dass ihr noch 20 Vollmondgras habt, ne? Wo? Ja. Und wie kann ich das mir. Warum wie ist kannst das nicht du, musst du dir in den Slot legen? Ich dachte, das wäre schon Befehl. Oh, wow. Ja, krass, ne? Haben wir nicht mitgekriegt. Neu ordnen? Nee, das geh mal auf. Geh mal in dein Item-Menü, also in das, wo du die Ausrüstung auswählst. Ach, was? Guck mal, da könnt ihr jetzt dafür die Slots. Mann, wie geil. Und haut, auch ganz wichtig für die Zukunft, haut Sachen raus, die ihr nicht braucht. Wenn ihr keine Lotusblüte braucht, beim hektischen Durchhalten, wenn ihr Magier seid und ihr müsst mal zwischen Magie und Lebensenergie dann lasst ihr die Gewürze behalten für das Dings und den Rest raus. Ja. Da haben wir noch, guck mal, das ändert doch jetzt komplett die Voraussetzungen. Definitiv. Ihr habt noch 20 richtig gute Heilungen. Zinnelmond zunehmendes, ist ja geil. Ist ja geil. Genau. Ist das geil. Jetzt haust du die Spinne weg. Dieser Druck, wirklich. Ja. Dieser Druck, wenn ich das jetzt nicht. Niemand wird sauer auf mich sein, ne? Nein. Ansonsten sage ich nämlich, tust du es nochmal machen. Nein. Und ich soll mit dem Seelenfall kämpfen. Du musst natürlich in eine Distanz kommen, wo du sie anlocken kannst. Okay. Aber es gibt ja links und rechts diese Streben. Und es gibt da irgendwo, oder nicht diese Streben, sondern diese. Ja, Schild hoch gleich, ne? Wenn sie spurzt, ja. Nice. So, jetzt. Und Spratz. Ja. Geil, wunderbar. Jetzt hast du sie. Und Kaboom. Und wieder bewegen. Nice. Genau so ist es. Nicht gierig werden. Nice. Spratz, perfekt. Und zack. Gib ihr. Geil. Holla, die Ball. Teilweise weiß ich überhaupt nicht.
Ich habe ja nichts gesehen. Hallo. Nee, da war, die hat so eine Spezialattacke mit Feuer gemacht. Aber du warst, ich dachte, wenn sie dreimal schießt, dann habe ich ja Zeit, oder? Jetzt schießt jetzt sie das dritte Mal. Jetzt kommt der Spratzer. Auf vierte Mal schon. Ja, ja. Scheiße, das war ein Fehler, ja. Ich dachte, da kommt noch ein Spratzi. Du musst dich ja gleich heilen. Ist das zunehmende, ist ist nicht sehr stark. Probier mal aus. Aber jetzt könntest du sagen, dass es für dich jetzt schon reicht. Sehr gut. Ja. Das war ganz, ganz hervorragend. Das ist ja... Ich finde, das Casten von dem Spruch dauert so lange. Ja, ja. Super nervig. Das ist halt die feine Abstimmung dieses... Spratz. Ja. Geil, Mann. Geil, so ist es. Easy peasy. Nein, zu gierig! Spratz, Spratz! Gut, dass die Spratz nicht zweimal nacheinander machen. Kann ich nicht da reinlaufen? Genau. Boah, ja, aber die kommen nicht so weit, ne? Das ist so quasi die beste. Spratz. Ja, sehr gut. Ey, wenn man einfach von dem Spratzer nicht getroffen wird, dann, dann ist es wirklich machbar. Ja. Dann ist es einfach nur ein großes, Spratz. Dreckiges Mistvieh. Das machst du richtig, richtig gut, Simon. Ja. Oh nein, Spratzer. Spratz, Spratz. Oh, gut. Wunderbar, weggespratzt. Nein. Ey, der, jetzt macht er die aber schon der häufig. Der ändert seine Frequenz ein bisschen, ja. Der ist am Verzweifeln. Du bist, musst ein bisschen näher rangehen. Ja, ich treffe nicht, oder? Ja, Spatz! Ja. Genau. Hab ich getroffen? Nee. Spatz! Sehr, sehr gut. Ey, die hat ja immer gar keine Chance, die alte dumme Bitch. Das war einfach. Spatz! Oh, jetzt. Wie kriege ich Energie? Nach unten drücken, unten drücken. Also auf dem Digi-Kreuz nach unten nochmal. Ja. Nochmal. Das ist genau das. Jetzt war genau das. Du hast nämlich jetzt ein überflüssiges Ding zu viel drin. Hoch, 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 hoch. Ich hab alles gut, alles gut. Jetzt ganz entspannt. Ich würde erst heilen. Nochmal nach unten drücken. Nochmal nach unten drücken und heilen. Okay. Wenn es sinnvoll ist. Wunderbar. Und jetzt nach unten drücken, so lange bis. Alter, Homing. Alles gut, alles gut. Lass dir nicht in Rhythmus aufzwängen. So. Okay. Und jetzt suchst du dir genau das. Jetzt schaltest du schon mal unten ab. Aber ich kann nichts sehen gerade. Du musst mit nach unten. Nach unten. Okay, einmal. Ich drück nach unten. Ja. Nochmal. Ich guck nur auf die Spinne. Nochmal nach unten. Ah. Schild hoch, Schild hoch, Schild hoch, Schild hoch. Alles gut. Und jetzt? Nochmal nach unten. Du kannst ja die ganze Zeit nach unten drücken, bis das alte Gewürz kommt. Das ist deine Magie. Ach so. Alter. Jetzt nicht drücken, nicht jetzt drücken. Lieber wieder auf Lebensenergie, genau. Ganz entspannt. Nochmal Lebensenergie, wenn du einen guten Moment hast. Sonst aufs Ausweichen konzentrieren. Okay. Und erstmal ausweichen. Jetzt hast du sie wieder. Altes Gewürz, genau. Bist du wieder im Rhythmus. Wunderbar. So, okay. Jetzt kriegst du sie hin. Ist gar kein. Schild hoch, Schild hoch, Schild hoch, Schild hoch. Ich glaube, du kannst auch versuchen, an eine Wand zu gehen. Pfuh. Dieser Feuerball prallt ab von diesem Erker. Okay, ja. Aber ist egal. Du brauchst es. Jetzt, genau. Kann ich es anmachen. Und gleich haben wir sie. Ich glaube, ich bin genau außerhalb der Reichweite. Ja, oder? Ganz knapp, aber es ist alles gut. Denk nur an den Spratzer. Der Spratzer tut weh und das auch. Fast! Nach hinten rollen und schnell heilen. Keine Panik. Easy, einmal heilen. Spratz? Spratz, ja, der oh, hat mich erwischt. Hier ein Pro-Gamer. Spatz? Nee, Feuer meine ich. Ein bisschen nach vorne gehen, jetzt ganz lang. Nice, 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 nice. Jetzt hast du sie gleich. Noch ein bisschen. Ich glaube, es reicht nicht. Doch, hat gereicht. Ein Treffer noch, vielleicht zwei. Yes! Lass down! Nice! Das hast du gut gemacht. Das war ein ganz fantastischer, ganz wunderbarer Leistung. Ganz kurz nur, ganz kurz. Ich bin sehr froh, dass du es geschafft hast. Vor allem aus dem Grund, ihr habt nur ein altes Gewürz. Und das ist immer das Schönste, wenn du kurz vorm Ableben so eine heilige Essenz wie... dann aber hätte ich mir keine mehr. Genau. Oh, wie nice. Jetzt können wir... Das war richtig schön. Das können wir leveln. Ja.
Kann man hier jetzt noch sterben? Kann ich jetzt hier noch sterben? Nein, du kannst hier nicht mehr sterben. Aber wir gehen jetzt nach Hause dann mit unserem Nachhausegerät. Mhm. Und dann, was liegt da noch? Oh, Vorsicht, da hinten ist ein ganz großes Heiligtum. Die kennt ihr, die Boys da hinten? Geh doch mal da hinten, siehst du, was da hinten ist? Was? Nee, nicht so weit, bleib mal genau da, das Leuchten da hinten rechts. Diese Dudes, kennt ihr die? Ach, das sind die Salamander. Genau, das sind die Salamander, die euch Steine geben, die natürlich sehr schreckhaft sind. Und die kann man in Demon's Souls nur eine gewisse Anzahl aufscheuchen. Wenn ihr die aufscheucht und sie verstecken sich nach dem fünften oder sechsten Mal, sind die weg. Oh. Das heißt, das kann ganz schlimm sein. Da, und da, nur da farmst du ja sozusagen Steine und an einigen anderen Stellen natürlich auch. Ach, und wie? Also was sollte ich da jetzt machen? Das heißt, du kannst sie entweder versuchen, per Fernattacke irgendwie anzugehen. Okay, ja, das möchte ich. Oder langsam, erstmal langsam ran. Und dann anvisieren rechts. Ja, oder hinterher. Das Problem ist nur, so, die locken dich. Und das ist genau die Gefahr jetzt. Deswegen würde ich an eurer Stelle jetzt erstmal den Stein aktivieren, bevor du jetzt in eine potenzielle... Ja. Erstmal zurückgehen. Bleibt der denn da? Der bleibt da, ja. Wenn du ihn nicht aufscheuchst, bleibt er auch da. Und der kommt auch ein paar Mal wieder. Ich weiß nicht, wie häufig. Aber kann ich einmal haben wir ihn schon. Soll ich ihn jetzt versuchen? Nee, ich würde jetzt erstmal. Spiel es sicher. Du weißt nicht. Lass dich. Ich weiß ja überhaupt nicht, was mich jetzt erwartet. Also ich würde ins Nexus gehen. Du hast so fantastisch. Nein, eben nicht. Geh weg. Was ist das für ein Lump? Das wirst du jetzt sofort sehen. Das explodiert wahrscheinlich oder so. Ja. Das soll dich anleuchten. Ja, deswegen, ich würde den Nexus gehen. Bring die Sachen. Wenn du das sagst, mach ich das. Aber hol dir, du hast ja nichts zu verlieren. Du bist lebendig. Naja, du hast doch alles, was du brauchst. Da ist doch noch so ein Item gewesen, dachte ich. Ja, die könnt ihr ja. Genau, kannst du jetzt holen oder gleich. Da leuchte hinter den Spinnendingern. Hinten rechts, ein bisschen mehr rechts. Das habe ich das nicht gerade eingesammelt? Rechts, noch rechter. Ah, rechts, hier rechts. Da, genau. Aha, ja, danke. Boah, endlich mal ein paar Seelen, ey. Das ist nicht schlecht. Ich habe leider auch schon sehr viele verloren. Eine angesehene Soldaten. Was bringt die mir? Das sind die, also je besser die Seele ist, das sind quasi, wenn das ist Bargeld, was ihr bei euch tragt, das geht ja weg, ne? Ihr werdet quasi ausgeraubt. Okay, das Bild stimmt nicht ganz. Aber die Seelen gehen nicht weg. Die Seelen sind quasi Gutscheine für Seelen und die verliert ihr nicht. Ich verstehe. Kenn ich auch. Die könnt ihr eintauschen, die könnt ihr verkaufen und dann kriegt ihr dafür. Oder kann ich die jetzt direkt mir geben? Kannst du dir. Nee, warte, lass uns die benutzen, wenn wir sie brauchen. Weil die. Wenn wir zum Beispiel ganz dringend Heilung brauchen oder so, dann haben wir die Dinger immer safe. Ja, so ein, zwei Schecks im Portemonnaie sind schon in Ordnung. Ja. Man darf nur auch nicht diesen Resident Evil Fehler machen. Also ich nenne ihn immer Resident Evil Fehler. Ja. Du hortst die bis zum Schluss und hättest da plötzlich hast dann vom Bossgegner noch 5 Seelenlevel, die du da hättest eintauschen können. Oder kann man mit den Seelen, ich kenne es jetzt so, dass die Seelen auch noch Mana heilen oder bestimmte andere Perks bieten. Ist es ja auch so oder sind die Seelen nur Währung und Währung? Also und Währung, okay. Ja, genau. Also es ist genau Geld und EP. Nichts weiter. Nicht, dass ich mich erinnere, zumindest. Geil, ey. Geil. Das macht, ne? Erst so shoppen gehen, das ist immer was Fantastisches. Jetzt machen wir doch schön das Shoppen zusammen. Nils, letztes Mal habe ich sehr viel ausgesucht, jetzt kannst du aussuchen. So, Seelenkraft. So, bitteschön. Och, so viel haben wir ja nicht. Okay, also wir. Fünf Dinger kriegst du vielleicht. Das Magieding hat uns natürlich, macht dann den Dingsfeil. Okay, Beweglichkeit. Nur Beweglichkeit sollen wir ein bisschen. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht auf Stärke gehen. Also beide gleichzeitig hoch, das ist so ein bisschen. Dann könnt ihr zwar viele Waffen benutzen, aber ich schieße mich immer auf einen Waffentyp eher ein. Und wenn ich das Gefühl habe, ich komme damit gut klar, dann. Naja, also wenn wir viel. Aber Vitalität 8, ganz ehrlich, ist für euch nichts. Ich würde da auch reingehen. Also mehr. Ja, auch. Also ein paar. Da kriegt ihr HP und ihr kriegt auch hier, glaube ich, verbesserte Ausrüstungslast auch noch. Wenn ihr auf. Also da jetzt mal 2 Level reingehen. Ja, ihr habt echt nicht viel. Also dafür. Also jetzt 2. Ja, mach mal. Ja, ich will nur. Auf jeden Fall. Eddie würde wahrscheinlich sagen, alles erstmal auf Level X oder so, aber. Der ist ja nicht da, ne? Ja, das finde ich. Also Vitalität ist gut. Also das sind auch Lebenspunkte, ja? Vitalität. Genau. Das seht ihr mal rechts, was da passiert. TP sind Trefferpunkte. Die Gegenstandslast ist natürlich sehr wichtig. Weil ihr kennt ja diese Grundregel, ihr dürft nicht überschwer tragen, dann werdet ihr langsamer. Und je höher euer Maximallevel an Traglast ist, desto bessere Rüstungsgegenstände und Waffen könnt ihr tragen. Sonst habt ihr immer dieses Gefühl, ihr könnt nackt rumlaufen, könnt aber nichts tragen. Und wenn ihr richtig gut und schnell seid, braucht ihr auch nichts zur Verteidigung oder keine schwere Waffe. Aber wenn ihr die fetten Rüstungen dann mal tragen wollt, dann braucht ihr halt ein bisschen. Also Magie hier, Wille, ne? Könnt ihr zum Beispiel, Wille und Glück würde ich an eurer Stelle unter Umständen komplett skippen. Wille ist der Weg, wenn ihr sagt, ihr wollt statt Magie mehr auf Wunder gehen. Es gibt auch gute Offensivwunder, aber Wunder sind auch oftmals so, sind eher so die nicht ganz so offensiv orientierten Zaubersprüche. Okay, nö, brauchen wir nicht. Aber machen wir nicht. Würde ich jetzt. Es bleibt, glaube ich, bei Magie, Beweglichkeit,
Intelligenz oder Kondition. Ja, da müssen wir halt eben schauen, was Colin sagt. Also wir haben Stärke, wir haben schon zum Beispiel so ein Schild oder so, aber da müssen wir auf 22 Stärke gehen. Das ist ganz schön viel, ja. Bis wir da sind, alter Schwede, das ist dann vielleicht eher sowas wie für eine Nahkampfklasse oder so. Ne? Ja, aber ihr werdet noch viele Gegenstände finden, die dann einfach so eine Einstiegslevel-Klasse haben. Da heißt es dann einfach mal, wir kommen auf 25 in einem bestimmten, also ihr müsst irgendwann investieren, das ergibt schon Sinn. Sobald wir etwas haben, wo wir sagen, das wollen wir unbedingt benutzen, dann können wir ja dahin spielen. So wollt ihr ja auch spielen. Ich meine, Ihr könnt nicht neu tauschen, aber ihr sollt ja auch so spielen, dass ihr ein bisschen Spaß habt und ausprobiert. Also wenn man Experte ist, sagt man ja eh, eigentlich nur diese zwei Parameter. Das ist ja auch okay, wenn man Experte ist, aber ihr spielt ja nun mal nicht auf einem, ich spiele zum 20. Mal durch und weiß genau, was ich will. Und ich kriege in Level 4 im zweiten Durchspielen die und die Waffe und nur dann, wenn ich das und das mache. So spielt ihr ja nicht. Ja. Also spielst du auch einfach. Ja, gerne. Findet, ne? Was würdest du denn jetzt trotzdem empfehlen? Du hast uns jetzt Magie geraten. Guck doch mal Magie, also Magie und Intelligenz. Ja, aber Magie ist ja schon ganz okay. Okay, also. Vielleicht jetzt einfach nochmal, guckt doch nochmal kurz, was habt ihr an Waffen dabei? Ist da irgendwas, wo ihr jetzt sagt, cool, hätte ich jetzt Bock drauf? Würde ich gerne mal ausprobieren. Ja, die haben wir alle verstaut. Ja, das können wir dir in unserem Lager mal zeigen. Ja. Wir haben da so einiges. So viel ist es eigentlich gar nicht. Ja. Aber ein paar Sachen, ganz gut schon. Wieder alles. Oh, da habt ihr ja. Bastardschwert ist ein wunderbares Einsteigerschwert. Ernsthaft? Zum Beispiel, ja. Da brauchen wir 18. Ja, Stärke. Könnte man jetzt sagen. Kriegen wir aber nicht, ja? Jetzt auf die Schnelle. Aber könnte man. Würde jetzt nicht reichen, aber genau. Aber guck da nochmal weiter. Es gibt ja noch mehr Waffenklassen. Hier zum Beispiel die Katanas, da habt ihr jetzt keinen von. Das sind alles eher so Beweglichkeitsdinge. Ja. Aber ist auch ein Rab hier, weil. Ja, das ist. Aber, ja. Ihr seht ja auch immer, womit das korreliert, ne? Mit welchem Parameter? Werte Boni, da wo E und D steht. Mhm. Das heißt, Stärke ist dieses erste, wo das E steht. Das heißt, je besser der Buchstabe ist, ja, also es geht bis S. S ist perfekt, E ist das Schlechteste. Oh, okay. Je besser der Buchstabe ist, desto höher, die Formel dahinter kenne ich nicht genau, aber je höher euer Stärkewert ist, desto höher ist der Bonus, den ihr da bekommt. Also soll heißen, ihr habt eine Stärke 20 und habt eine Waffe, die hat meinetwegen bei Stärke E. Dann ist der Bonus, den ihr für eure Stärke 20 bekommt, weil ihr auf Level 20 seid, vielleicht 3 Punkte, dann hättet ihr vielleicht 23. Das ist rein fiktiv. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber wenn ihr da jetzt A hättet, wenn die Waffe A hätte in Stärke, dann würdet ihr statt 20 als Bonus vielleicht 10 bekommen, dann hättet ihr 30. Und wird das da aufgelistet oder muss man das? Das wird aufgelistet. Da steht ja der Buchstabe. Also, wenn da jetzt irgendwie eine Waffe ist, die bei Stärke S hat, dann heißt das, die skaliert mit Stärke extrem gut. Ja. Das heißt, je mehr ihr auf Stärke setzt im Charakter, desto besser wird diese Waffe. Okay. Das ist so ein prozentualer Anteil sozusagen. Und je höher der Buchstabe, desto höher der prozentuelle Bonus auf den jeweiligen Skill. Hat das jetzt irgendeinen Sinn ergeben? Ja, ein bisschen. Okay. Ich habe eine Frage, und zwar würde ich gerne die Brecherstreitaxt nehmen. Ja. Ist das jetzt ein dummer Move? Nehmen Sie doch einfach mal. Der Werteboni ist bei C, benötigte Werte ist Stärke 11, das könnte ich mir noch erkaufen. Benutze sie. Nehmen Sie einfach mal in die Hand, du kannst sie, glaube ich, schon schwingen. Wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, so, probier es einfach aus. Okay. Hast du das Gefühl, du kommst mit dem Schwingverhalten gut klar, dir reicht die Reichweite, das ist ein cooles Ding. Dann ist das ist eine wunderbare Sache. Ihr könnt ja ruhig alle Waffen mitnehmen, ne? Ihr dürftet nur nicht ausrüsten. Ach, was, echt? Ja. Das zählt nicht aufs Gewicht? Nein, nur equippte Ausrüstungsgegenstände gehen aufs Gewicht. Deswegen ergibt es gar keinen Sinn, jetzt alles einfach in die Truhe. Ihr vergesst nur, was ihr da habt. Ach, so läuft das. Ja. Das kannst du ja mal drücken. So. Das ist gar nicht so lahm, wie ich gedacht hätte. Die ist ja auch relativ kurz, aber du siehst schon die Reichweite. Wenn du mal dich in die Seite drehst, zur Kamera, so rechtwinklig, dann hat man immer manchmal ein ganz gutes Gefühl dafür, wie weit so eine Waffe geht. Auch nicht unseren Johnny dazu. Ja, das, Gott behüte. Einige Johnnies kommen wieder, aber nicht alles. Schön. Also jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, du wolltest ja Stärke machen, dann investier doch einen in Stärke, also, probier's. Ist es okay, Nils? Wenn wir einen in Stärke machen? Ich meine, die Frage ist, ob wir zum Beispiel jetzt, wir haben dieses Schild, ne? Ja. Ist es mega geil? Ich würde gerne ein anderes haben. Dieses Blutschild da, was wir da haben. Guck mal auf das Schild. Aber bei jedem Schild steht ja auch, was kann das Schild? Welche Reduktion hat das? Ja, okay. Also bei Schilden ist es so, je nach Spielstil. Jetzt kann es gibt Schilde, die kompletten Schaden reduzieren, zum Beispiel. Ja. Wenn da bei physischer Schadensreduktion 100 steht, dann heißt es, alles wird sozusagen absorbiert von dem Schild. Wenn da 70 steht, heißt es, 70% des Schadens werden absorbiert, der Rest geht auf deinen Körper. So. Genau, das kannst du direkt benutzen. Das ist schon irgendwie ganz geil. Ja. Beidhändig benutzen kennt ihr ja, ne? Hab ich das nicht gerade? Nee, du hast ihn nur an der Hand, du hast nur das Schild. Jetzt hast du es beidhändig, genau. Haben wir noch nie richtig benutzt, glaube ich, weil wir immer mit Schild arbeiten. Ja, also das ergibt auch manchmal total Sinn, wenn es so ein riesen offenes Fenster gibt und du weißt, mir passiert nichts. Schnell wechseln und draufhauen oder so. Aber okay. Okay.
Also ich glaube, ihr werdet mit dieser Waffe auf jeden Fall das bessere Erfolge feiern als mit dem Rapier. Sollen wir jetzt noch auf ein Schild vielleicht sparen? Lass uns das mal angucken. Was habt ihr? Genau, schau mal, was ihr an Schilden habt. I'm keeping a close watch. Wir haben nämlich so ein... Du hast in Sendung 1 auch unglaublich gut geparried, ne? Nils. Ich aber eben auch. Okay, ich aber eben auch. Ja. Nein, ach, da bin okay. Ich. Nein, eben. Alles klar. Das war aber jetzt auch nicht so schwierig irgendwie, wie alle, ja. Alle sagen, dass es so schwierig ist. Ich weiß gar nicht, aber das kommt vielleicht später. Das meine ich, das Flammschild. Genau. Das lila Flammschild, ja, das ja. Sieht man ja, geh mal drauf. Das ist halt das Krasse mit 22, ne? Genau. Ja. Das hat jetzt hier physischer Angriff, ne? 80, ja. Nicht für jede Situation, das ist jetzt nicht unbedingt der... Ah, siehst du, das hat auch 80. Das ist nur der Unterschied bei der Strapazierfähigkeit zwischen Stahlschild und dem Flammenschild. Also eigentlich würde ich sagen Stahlschild zuerst. Das ist ja dann gar nicht so geil, wie ich dachte. Ich weiß das Schild ist aber auch jetzt nicht so schlecht. Was ihr das habt oder das da? Nee, das Ritterschild. Nee, das ist auch nicht so. Ihr müsst nur auch ein bisschen aufs Gewicht dann teilweise natürlich achten. Wenn ihr das Gefühl habt, oh, das eine ist viel schwerer. 5, 6, 8, ja. Weil ihr seht ja rechts, 90 ist eure theoretische Traglast. Jetzt bist du schon über 50%. Irgendwann kommt dieser Fatroll-Moment. Ich weiß nicht, ob bei 2/3 oder so. Ach so. Aber jetzt wo man dann nicht mehr kann, ne? Ja, genau. Nun gut. Aber das Schild, was ihr jetzt habt, guck mal einmal kurz, wie viel das hat. Das ist, glaube ich, nur, wenn du wirklich aktiv parieren willst. Das ist sonst ist das kein Scheißschild, ja. Das stimmt aber. Der Faustschild. Der hat 60. Ja, also, um den sicher aus Angst vor Angriffen vor dich zu tragen, ergibt er kaum Sinn. Da würde ich 60, lieber auf aber was, gehen. Also was heißt die 60? Ja, kann ich den nicht einfach nehmen jetzt? Also bei physischer Angriff, ne, da steht jetzt ein 70. Zum Beispiel. Oder 60 steht 60, da jetzt. Also. Das heißt, du hast das Schild, du hast den Schild oben. Ja. Du wirst meinetwegen mit einer physischen Attacke, die jetzt keinen Bonus hat wie Feuer oder Magie. Mache ich 40% Schaden. Nee, also kriegst du durch, den durch. Der blockt 60% des theoretischen Schadens ab, 40% kriegt der Körper. Also je höher dieser Wert ist, es geht auch auf 100. Es gibt auch kleine Schilde, die eine ganz gute Relation zwischen Gewicht und Schadensabsorption bringen. Und du hast jetzt das andere, weil rechts, welche ist da jetzt rechts ausgewählt? Weil da steht der physische Verteidigung 96. Noch ist der Standard, das ist der Standard. Das ist der, den wir gerne hätten. Genau, ihr verbessert euch durch das Blau, das sieht man. Die ist halt ein bisschen schwerer, ne? So wie das immer ist. Also wenn ihr jetzt sagt, du willst ich will den haben. Ja, bei 57... kriegen wir ja Malus, weil wir nicht genug Stärke haben. Ja, ja, ich will den ja jetzt auch noch nicht, aber den will ich auf jeden Fall haben. Wenn ihr damit angreift, aber das interessiert ja niemanden. Ihr wollt ja nicht, wenn ihr nicht parieren wollt, also, Moment, er funktioniert als Schild hundertprozentig? Nein. Also nein, er funktioniert mit 70% jetzt als Schild. Sorry. Es ist nur, weil ich den Stärkewert nicht habe, ist es Schild nicht weniger Schild. Sondern ich kann damit nicht angreifen. Ich habe gerade in der falschen Zeile geguckt. Okay. Es ist total richtig. Schaden, die 57 da oben, Sorry, genau, vergiss es. Das ist ja der Angriff. Ich war in der falschen Zeile. Natürlich ist der relevante Wert für euch jetzt Schadensminimierung. Und Schadensminimierung hat der 100. Bei physischen Angriffen. Okay, ich verstehe. Was wir natürlich jetzt haben, jetzt haben wir ein schlechtes Schild im Moment, weil es noch nicht richtig steht, verminderte Leistung. Ich brauche 16 Stärke, die kriege ich jetzt nicht. Sollte ich trotzdem das Schild jetzt schon benutzen? Nein. Scheiße. Okay. Aber was du natürlich jetzt könntest du drüber nachdenken. Wie viele Level fehlen dir jetzt noch? 5? Ein paar, aber ich kriege sie nicht alle. Ich kriege keine 16 jetzt mehr. Du könntest gucken, was habt ihr an gefundenen Seelen? Wenn ihr jetzt da sagt, ich löse jetzt ein paar Euro-Schecks gegen Seelen ein, vielleicht reicht's. Lass erst mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn ihr bis 20 oder bis 22 in Stärke geht, dann verskillt ihr euch auch nicht. Das ist, da braucht ihr keine Sorgen machen. Ja, dann wollen wir dann alles in Stärke jetzt packen? Na gut, dann machen wir das. Also ich meine, wie du auf diese Art und Weise könnt ihr einfach ein bisschen spielen. Ihr könnt auch sagen, ihr geht auf Vitalität, aber ich glaube, das Schöne für euch ist jetzt, dass ihr mit Ausrüstung experimentieren könnt. Und ich mache jetzt nochmal auf Stärke. Ja. Und ich mache jetzt nochmal auf Stärke. Und ich mache noch einmal auf Stärke. Und jetzt fehlt nur noch ein Level ab. Komm. Das kaufst du dir jetzt, bevor du in Level gehst und das wäre geil. Potenziell stirbst. Ja, machen wir, aber wie gesagt, wir haben auch echt wenig Heilgras, ne? Ja, wir gehen jetzt erstmal in 9 Level, da kriegen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen was. Hier werden jetzt diese Seelen-Schecks. Genau, die sind da, ich weiß gar nicht, in welchem Fenster, ganz unten sind die eigentlich immer, glaube ich. Ne? Nee. Ist es das? Sind die vielleicht in einem anderen Menü? Der Seelen? Nee, das sind, ich weiß jetzt nicht, vielleicht sind die in ein anderes Menü sortiert worden. Ja, hier kann es ja eigentlich nicht sein. Das sind nur die Ringe, ne? Dann muss es eigentlich das erste sein. Hier vielleicht? Da, unbekannte Soldaten. Ja, genau. Und so. Geil. Die kleinste, dann weißt du schon mal, ich glaube, die bringen vielleicht nur 50. Oh. Also sogar 200. Wie viel gar nicht wenig. Braucht ihr 600, ne? Nee, mehr. Ich über 1000. Aber hau raus, was soll's. Also, wie sagt man so schön, wer spart, Hunger für die Erben, ne? Also insofern. Das mag ich. Kann man nicht jetzt nicht sagen, dass man, wie viele man auf einmal von denen benutzen muss? Hier geht das noch nicht, aber du kannst dir die auch in einen Ausrüstungsslot legen.
Und dann kannst du zwar auch nicht 10 auf einmal benutzen, aber du musst nicht immer wieder ins Menü gehen. Ja, genau. Okay. Scheiße, es reicht immer. Aber das, das ist auch das Schöne, das sind so kleine Komfortmechanismen, die im Laufe der Souls-Serie dann auch peu à peu Einzug haben. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Ja. Ich glaube, es reicht dann nicht, oder? 1445. Ja. Das kriegen wir hin. Ey, wir haben genug. Wir kriegen die noch. Das wird gut. Dip, 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 dip. Angesehene, unbekannte. Ich will immer die kleinsten zuerst. Ja, ja, erstmal die. So, einen noch. Reicht's. Das ist ja richtig viel. Also, ich meine, da ist ja richtig viel drin in den Seelen. Da haben wir auch schon echt einige. Ja. Krass. Das sagst du jetzt noch. Wir sehen uns 40 Level später. Da fühlt sich das an wie, oh Gott, wie viele Centstücke muss ich ja noch auf dem Tresen laufen, um mir den Jaguar zu kaufen. Ne? So, Stärke. Zack. Zack, die Bohne. Und jetzt haben wir unser Super. Und jetzt würde ich aber auch das Bastardschwert vielleicht nehmen. Oder denk mal drüber nach. Jetzt könnt's, wenn es denn vom Gewicht passt. Ich glaube, geht das wirklich schon? Ah, nee, wie viel hatte das? Hatte das? Nee, aber du hast 16? Recht, das könnte... Moment. Da wollte ich hin. Hier jetzt echt Bastardschwert statt der schönen Axt. Nö, muss. Es könnte auch sein, dass du noch nicht genug Traglast hast. Wir gucken mal. Roll mal bitte. Nee, du bist noch nicht im Fatroll-Modus. Du bist also noch. Hello again. Hello again. Aber nimm's ruhig mal mit, weil dann hast du es wenigstens im Gepäck. Und es frisst kein Brot. Aber check auf jeden Fall, was das ist. Ja. Wenn es 17 sind, können wir ein paar Seelen essen. Ja, das. Nee, aber ich meine, ihr habt euch jetzt ja schon so ein bisschen für den Stärkepfad damit jetzt einfach entschieden. Und das ist auch ein guter Pfad. Also so, Brecher, Streitaxt. 11 Stärke. Können wir direkt benutzen. Die habt ihr aber auch. Nee, ach, die habt ihr ja. Ja, ja, ich war gerade ganz vorne. Ich dachte, der hätte 16. Vielleicht hat er aber auch 22 das Bastardschwert. Da bin ich jetzt nicht sicher. Okay, da, oder? Da, Bastardschwert. Hat. Oh. 18. 18, na gut, da fehlen auch noch 2. Aber ist doch eine schöne Motivation. Aber die könnten wir doch holen. Ja, klar, kannst. Ja. Aber ich würde sagen, ja, lass uns mit der Axt jetzt erstmal spielen und es kommt. Ja. Oder weil ich. Aber lass doch. Aber leg mal was bei. Du bist nämlich jetzt Fat Roll. Okay. Du wirst jetzt merken, wenn du rollst, wahrscheinlich. Ich mach's nochmal kurz. Ja. Oh. Ja. Okay. Genau. Ja. Okay, das Bastardschwert wird leider nochmal zurückgelegt, aber bald kommt es dazu. Ja, wir sind auch schon am Ende. Also die letzten 15 Minuten haben wir ein bisschen Theoriestunde gehabt, was aber wichtig ist, weil es ist, es sind ja viele Werte und Sachen. Auswählen. Beim nächsten Mal dann haben wir ein neues Equipment und freuen uns drauf, das auszuprobieren. Eine Sekunde. Sorry, ja. Ihr könnt es ja gleich noch besprechen. Wir sagen erstmal tschüss für den Moment. Ich hoffe, das war in eurem Sinne, ohne Vicky und so. Du hast sehr gut die Spinne gelegt. Danke für deine Hilfe, Colin. Und macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, viel Spaß. Ich werde euch zugucken. Danke fürs Kommen.